So, guten Morgen mit ein etwas bisschen Verspätung heute. Sorry. Ja, hab mir meinen Wecker früh genug gestellt, war ein bisschen spät gestern. Aber naja, jetzt habe ich es aber trotzdem geschafft. Muss noch ein bisschen hier im Overlay schneiden, den Text noch ändern. Aber als erstes mache ich jetzt schnell noch mir einen Kaffee. Machen wir noch ein bisschen mehr Licht. Na, wohin oben? Jetzt. So, ein Kaffee-Ciao machen wir schnell noch. Ein Kaffee-Ciao. Und dann ändern noch schnell den Text. Und dann geht es auch schon los. Wie gesagt, wie gestern erwähnt, heute Mittag sind wir zum Essen beim Bruder von der Schwester von meiner Freundin eingeladen. Da sind wir jetzt schon ein paar Jahre immer am ersten Weihnachtsfeiertag. Und oft ist es auch so, dass man, ja, wie letztes Jahr zum Beispiel auch, haben wir Lachs gegessen. Den Lachs habe ich besorgt. Haben auch hier schon bei uns zu Hause soweit fertig gemacht und habe ihn dann mitgenommen. So. Dieses Jahr haben wir uns eben auf die Flugente geeinigt. Hoppala. Auf die Flugente geeinigt. Die ich jetzt eben wieder vorbereite und mitnehme. Symphonie, schön, dass du reinschaust. Einen wunderschönen guten Morgen. So, es geht gleich los. Muss noch ein bisschen Text ändern. So, hier haben wir die wunderbaren Teile. So. Jetzt aber erst meinen Kaffee schnell noch fertig machen, schnell den Text ändern und dann, das ist das, was wir hier stehen haben noch. Doch, danke, war nett. Wir hatten Besuch, wie seit vielen Jahren, eine Schwester war da von meiner Freundin. Ja, war nett. Doch, der Sohn war mit seinen Geschenken zufrieden. Wie, ich hoffe, du hattest auch ein schönes Weihnachtsfest. Waren deine Beschenkten waren happy mit deinen Geschenken? Ich hoffe, du warst happy mit den Geschenken, die du bekamst. Die Gäste waren auf jeden Fall zufrieden mit meinem Essen, was ich gestern gekocht habe. Jetzt die blöde Patrone hin. Ich habe mir noch eine Kapsel hergelegt. Mann, oh, wo ist die Kapsel? Hey, cool. Also finde ich immer cool, wenn man da ein bisschen, ja, auch vor allem bei Verwandtschaft ist, die man nicht so oft sieht und doch ein bisschen Zuneigung da ist. Ja, grüezi beim Fall. Hab doch die blöde Kaffeekapsel rausgenommen. Boah, Rouladen. Absolut einer meiner Highlights auch, Rouladen. Richtig schöne Rouladen. Ich mag es dann gern mit Püree. Blaukraut dazu oder Spätzle. Ja, Semmelknödel ist auch okay. Oder habe ich die schon reingemacht? Ah, die hängt da oben drin. Jetzt da. Ja, darum. So. Jetzt geht's los. Es wird leider ein bisschen laut, die scheppert ziemlich. Ändere hier mal den Text noch schnell. Was sind wir denn hier? Menü.
haben wir heute eben was anderes. Oh, Schitte, ja. Also ich habe da auch so eine leichte Allergie. Naja, Gluten, glutenhaltende und Milchprodukte, ja, war für die Soße nicht ganz so einfach. Aber für die Soße sehe ich jetzt eher nicht das Problem, weil du kriegst ja laktosefreie Sahne, wenn du überhaupt Sahne hinmachen willst. Du kannst es mit Kartoffelstärke oder mit Maisstärke abbinden, dann hast du auch schon wieder kein Gluten. Also die Soße. Norbert, servus, dass du reinschaust. Ja, wünsche ich dir auch und deiner Familie. Vielen lieben Dank. Ah, die laktosefreien Sachen darf sie auch nicht essen. Ja, okay, aber an die Rouladensoße macht man eigentlich keine Sahne hin. Ja? Es bleibt eigentlich eine dunkle Soße. Und was Gluten betrifft, Bittersweet, ja, da gäbe es eben die Variante mit Kartoffelstärke, Maisstärke, also Mondamin, die Soße leicht anzudicken. Ja, also bei der Roulade sehe ich jetzt nicht das Problem, dass man das glutenfrei und laktosefrei, also Milchprodukte jetzt nicht nur laktosefrei. Ja, also ja, das am Beispiel bei, also Mehl, da in Zukunft, ja, am besten ist, muss man deinem Vater sagen, so, gerade für solche Sachen, also das finde ich super Sache hier. Die Speisestärke, ja, das ist eben Maismehl, ist wirklich glutenfrei, kann man im Nachhinein super, also ich bin das sowieso so, wie man das früher klassisch gemacht hat, wo man eine Soße vorher mit Mehl steuert, bevor man eben Flüssigkeit dazu gibt, mache ich schon lange nicht mehr, sondern immer wenn ich fertig bin mit Kochen, schaue ich mir die Konsistenz der Soße an, gefällt es mir nicht, binde ich es immer mit Mondamin ab und das ist reine Maisstärke. Da gibt es auch noch Kartoffelstärke, das wäre eine Alternative dazu gewesen, zu eventuell mit Mehl abbinden das Ganze. So, schnell noch einen Text ändern. Ja, bitte gerne. So, Text wollte ich noch schnell ändern und dann geht's schon los. Norbert, und bei dir sonst alles klar? Ja? Schöne Weihnachten gehabt. Steuerung V. Und dann nochmal. So. Text hier schon geändert. Ja, finde ich auch nett. Bei uns war, wie gesagt, die Tante da. Leider nochmal kurz laut. Sohn, also ja, bin ich auch. Ich bin auch eh so, ja, wie soll ich sagen, jemanden, der immer ganz gerne, also viele Leute um sich herum hat. Je mehr, desto lieber, ja. Also wenn wir mir hier irgendwie ein bisschen Gäste einladen, also mir sind lieber 15 Gäste, sind wir lieber wie 10, also das mag ich ja wahnsinnig gerne. Oder wenn man irgendwas organisiert, ein Event, grillen oder sowas, wenn man was macht, also je mehr, desto schöner. So, brauchen wir noch einen Löffel. Ja, war richtig schön gestern auch. Da hatte ich vor ein paar Tagen noch einen Sohn gefragt. Ja, Oliver, 15 geworden im Oktober. Sage ich, und Oliver, freust dich schon auf Weihnachten? Naja, es geht so. Sage ich, ja, freust du nicht? Ja, schon so ein bisschen. Sage ich, so Geschenke und so, was du kriegst, freust du da nicht? Ja, geht so. Und gestern, oh Mann, ist der nervös gewesen. Sag ich, im Essen, oh, können wir jetzt, jetzt lass uns halt noch hier kurz den Tisch abräumen und können wir jetzt ins Wohnzimmer gehen? Sag ich jetzt, was bist denn so nervös, so hektisch? Ja. Und dann hat er das gekriegt, was er sich vorgestellt hat. Also er hat einen Curve-Bildschirm bekommen und ein Headset. Ja, und da war er dann happy damit, ja. So. Ja. Es war dann, haben wir über Schnäppchen gekauft, noch zu Amazon, sag schnell, wie hat sich's genannt jetzt hier? Amazon, diese Woche, wo sie gehabt haben. Amazon, ach, ich
weiß es nicht, fällt der Name nicht gerade ein. So, jetzt schnell ganz hier noch die Rezeptur ein bisschen abändern und dann auch mal rein, das kann man wieder schließen, dann brauchen wir Textfeld 1. Cyber Monday, ganz genau, Norbert, vielen Dank, genau, du bist absolut das, was ich gesucht habe. Die Cyberwoche, so war es dann, glaube ich, in der Cyberwoche, genau, da haben wir dann zugeschlagen. So, wir brauchen für 4 Personen 1 Kilo Flugente. 1 Kilo Flugente für 4 Personen. Den brauchen wir. Das war's schon, ja. Salz, Pfeffer. Eklar. Bin ich um 9:30 Uhr, habe ich den Wecker gestellt, sage, ja, drehst dich noch so um, ein bisschen kurz gedöst. Du. Ja, alles, ja, dachte, kein Thema. Komme ich in die Küche, boah, da war es schon kurz nach 10, wo ich eben gesagt habe, ich fange um 10 zum Streamen an. Ja, Zeit mir ein bisschen davon gelaufen heute. Da hat sich ein falscher Buchstabe, ja, so ein böser Buchstabe, muss ich gleich mal schauen, da. Ja. Oh, jetzt sehe ich es. Oh Gott. Vor allem hätte ich auch Flugentenbrust schreiben müssen, sehe ich gerade. Nicht Entze. Ja, genau. Flugentze. Flug. Okay, danke. Flugentenbrust. Genau, Flugentenbrust deswegen, weil es sie nicht diese Entenbrust ist aus der Weihnachtsente, die man im Ofen dann schiebt, so im Ganzen, sondern es wirklich ist es von einer Wildente und das Fleisch doch ein gutes Stück dunkler ist. Ja, und auch das ein Fleisch ist, das sich also auch generell rosa gebraten wird, ja. Und das ist natürlich bei der normalen Hausente, Bauernente nicht der Fall. Also es ist doch geschmacklich, wie auch in der Zubereitung, doch einen deutlichen Unterschied. Das ist sozusagen auch ein Kurzbratgericht, ja, also ist durch die Dicke bedingt, dauert zwar doch ein bisschen, sage ich mal, Viertelstunde, 10 Minuten in der Pfanne, aber dann ist die schon zum Verzehr fertig. Das bei einer Hausente, also auf jeden Fall nicht der Fall ist, auch wenn wir nur die Brust braten würden. Oh, ich werde mir auch mal wieder Ente machen und die Familie einladen. Muss nur einen Bauern finden, bei dem ich die Enten auch schlachten. Na, wow, gleich selber schlachten, bittersweet. Oh, bist du irgendwie metzgertechnisch unterwegs, oder? Also das ist das, was ich immer schon in meiner Kochlehre nie machen wollte und Gott sei Dank nicht oft machen musste, ist lebendige Tiere töten. Das ist, weiß ich auch nicht, da habe ich irgendwie einen Skrupel davor. Und es war jetzt Gott sei Dank nicht oft und es waren eigentlich auch, wenn ich mich richtig erinnere, nur Fische, die ich töten musste. Aber so, mir ging es jetzt nicht darum, dass ich töten musste, sondern, ja, ich kann es gar nicht richtig erklären. Ja, also, sobald halt das Tier dann tot war, aber sich doch noch irgendwie Nervenzucken da war oder sonst was, oh Mann, also wie oft unsere Forelle im Mülleimer gelandet ist, weil bevor man die Innereien, man macht das immer so über eine große Mülltonne, Innereien hat es gezappelt, oh, ich erschrocken, zack, Forelle gleich wieder rein, hinterher wieder rausgeholt. So, oh, guten Morgen, ja, wunderschön, dass du schon reinschaust, danke, jupp. Wow, hä? Ja, also das ist so ein bisschen, was ich also nicht machen möchte und also auch nicht tun musste. Ja. Ah, okay. Ja, also das ist, was ich wirklich am Kochen, also das war das, was ich am Kochen, also am ungernsten gemacht habe.
Das war Fischeschlachten und es gibt ja viele Restaurants, da ist es so, da gibt es Forelle Blau. Ich weiß nicht, wer das kennt, also das ist halt, da wird eine Forelle in einem Sud gegart aus Wasser, Lorbeer, Nelke, ein bisschen Essig. Ja, da wird die Forelle, dazu muss die Forelle frisch geschlachtet sein. Ja, ich weiß nicht, wer das vielleicht kennt, die hat ja dann außen so ein bisschen einen Schleim. Das ist der Unterschied. Forellen, Fische, die viel Schuppen haben oder sehr viel Schuppen haben oder ein dichtes Schuppengewand, die haben keinen so einen Schleim. Und Fische, die eben keine Schuppen haben oder ganz, ganz wenig wie die Forelle, die haben diesen Schleim. Und dieser Schleim ist das, die Forelle wird geschlachtet. Ja, es hört sich doof an, dieses bisschen glitschige Auseinanderhaut. Ja? Und das ist das, was bewirkt, wenn die Forelle gegart wird, dass sie so einen leichten Blauschimmer bekommt. Ja? Und darum spricht man von der Forelle blau. Aber dazu muss der Fisch oder die Forelle frisch geschlachtet sein. Ja? Und das hatten wir eben in der Speisekarte. Und dann hieß es über die Annonce, wir hatten also eine Dame, die die Bestellung annonciert hat über ein Lautsprechersystem. Und wenn dann ich auf meinem Posten, wo ich war, Bereich, gehörte, ja, Forelle blau, ah, die wusste ich, ja, ich muss eine Forelle schlachten, hatten da so ein Passat. Und dann die immer vorbringen auf den Fleischposten, die haben auch die Fische dann gegart. Ja. Ah, das war der Horror, wirklich. Wenzel, schön, dass du reinschaust. Hallo, guten Morgen wünsche ich dir. Wie saure Bratwürste, sagt mir jetzt gar nichts, Betterswit. Saure Bratwürste, da habe ich jetzt keinen Plan davon, was das sein könnte. So, ganz kurz noch hier nochmal das Ding zu Ende bringen. Kilo Flugbutter, Salz, Pfeffer. 4 Orangen. Die Orangen brauchen wir. Ah, blaue Zipfel, ja genau, ja, das ist cool. Also das ist, okay, jetzt, also das mag ich auch wahnsinnig gern, blaue Zipfel. Das sind, für die, die es nicht kennen, man nimmt rohe, ungebrüht, also generell für die jetzt, die jetzt natürlich sich nicht so auskennen, jede Wurst, die wir essen, ist eigentlich schon einmal im Wasser geschwommen und ist gegart worden, ja. Weil diese Wurstsahne, diese Wurstsahne, müsst ihr euch vorstellen, da wird halt auch Fleisch und Speck und Fett wird alles ganz fein püriert zu einem nach Farce, heißt es in der Fachsprache, ja, zu einem Brät. Das Brät wird in den Darm gefüllt und dann wird es abgegart, ja, weil das ist auch eine Auflage vom Gesundheitsamt, dass dieses Brät darf nicht älter wie ein Tag sein und dann muss es in einen anderen Zustand gebracht werden, sprich eben abgekocht, gebraten oder sonst irgendwie. Und klassisch macht man so diese, was Peter Sweet gerade erzählt, diese saure Bratwürste, saure Zipfel. Da kauft man rohe Schweinswürstel oder rohe Nürnberger, fränkisches Gericht, also nimmt man eigentlich rohe Nürnberger, die nicht gebrüht sind, muss man beim Metzger bestellen und dann sollte man es aber auch am gleichen Tag machen. Dazu macht man einen sauren Sud ein bisschen mit viel Zwiebeln, ein bisschen Karotten, Lorbeer, Nelke, Essig, Weißwein und darin gab man dann diese saure Zipfel. Essen tut man dann die sauren Zipfel mit diesem Sud, ja, also das ist praktisch, ich sag mal eher mal eine Suppe mit viel Zwiebeln, ein bisschen Karotten und da drin diese sauren, diesen gegarten Würste und da macht man einen frischen Meerrettich drüber, also das ist, wer das nicht kennt, also eine ganz, ganz tolle Sache, also das ist auch, was ich mal machen könnte oder streamen, die sauren Zipfel, also das super Sache, finde ich. So, 4 Orangen brauchen wir noch. Rosa Pfeffer. Rosa Pfeffer, das ist nichts anderes wie den Pfeffer, was ihr auch kennt, ja? Nur in einem anderen Reifestadium. Ja? Also ich habe das schon mal erzählt. Weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer ist eigentlich auch die gleiche Pfefferkorn, das gleiche Pfefferbeere, wenn man das so sagen kann. Nur mit dem Unterschied halt, dass der weiße Pfeffer, der wird geschält. Dazu wird er 5-7 Tage in Wasser gelegt.
Dann, und danach kann man die Schale sehr leicht entfernen. Und das ist eigentlich der Unterschied von einem weißen zu einem schwarzen Pfeffer. Natürlich durch dieses in Wasser liegen verändert sich auch ein bisschen der Geschmack vom Pfeffer. Und mit den Rosenbeeren ist einfach so, dass es halt einfach ein anderer Reifestatus ist, der Beere, wie die schwarze Pfeffer kann. Genau. Eigentlich sehr einfach, ja, wie gesagt, das Einzige, wo ein bisschen Kochkunst erfordert ist, ist ein bisschen durch den Zwiebelsud. Das andere, die Wurst, hofft man, dass man einen guten Metzger finden oder hat, der die Würstel macht. Meerrettich ist es auch eigentlich simpel. Timo, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, also das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Man müsste es mal so direkt irgendwie in ein Gericht probieren oder irgendwo, wenn man was macht, einen Kartoffelsalat oder irgendwas, sagt, den habe ich mit weißem Pfeffer gewürzt, den mit schwarzen und dann probieren. Kann ich jetzt gar nicht so irgendwie ja oder nein sagen. Also ich habe mich da nie nur darum bemüht, das mal festzustellen. Ja, ich weiß auch nicht, warum man eigentlich angefangen hat, den Pfeffer überhaupt zu schälen. Keine Ahnung, ja. Ist halt so. Ach, okay, schau. Also zwei schon. Also dann. Also ich kann dazu, dummerweise, wo ich viel damit mache, ja, kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, ob es so ist. So, jetzt nochmal den Text zu Ende bringen und dass wir dann mal hier loslegen können, weil wir sollten dann um 12:30 beim Bruder sein von der Schwester mit unserer Flugente und mit der Soße. Ja. So, wir brauchen also Flugente, Salz, Pfeffer, Orangen, rosa Pfeffers. Dann brauchen wir natürlich Bratensoße. Da brauchen wir was. Wir brauchen ungefähr für 4 Personen, brauchen wir, sagen wir mal, 2 Dezi Soße. Ja, ein bisschen weniger, 1,5, das wären 6 Dezi. Also 400 Milliliter. Halt, das waren die falschen Buchstaben. 400 waren nur die falschen Buchstaben. Ja, die Ente, die ist eben, wie gesagt, also das ist das wenigste Problem. Also die mache ich auch jetzt so, die würze ich gleich. Mir wird die nur angebraten von beiden Seiten. So mache ich es generell auch und dann lassen wir die noch im Backofen eine Viertelstunde fertig garen. Und dann ist sie schon fertig. Und das ist auch ein Gericht, was man auch super, seht ihr ja auch selber, wir werden 14 Personen für eine größere Personenzahl vorbereiten kann, zu Hause kochen kann. Ja, dass ich euch auch immer versuche irgendwie zu vermitteln, wie schaffe ich das Gericht, was wir heute kochen, auch für eine größere Anzahl an Personen zu kochen. Eignet sich nicht immer alles, aber jetzt wiederum diese Flugente ist eine Sache, die wirklich man super, super vorbereiten kann und dementsprechend auch dann in kürzester Zeit für eine größere Anzahl an Gästen servieren kann. So, wir brauchen 400 Milliliter. Das reicht für 14 Personen. Ja, also sind wir, wir haben 6 Flugenten. Oder sind wir 13, glaube ich, habe ich gezählt. Das sind 6 Flugenten. Im Schnitt über 400 Gramm. Dort schneiden wir ein bisschen weg, dann liegen wir noch bei 400 Gramm. Also sind es 200 Gramm Fleisch, wenn wir bei 12 sind. Ja, und sind 3 Kinder, also kleinere. Ja, also denke ich jetzt schon, also sollte eigentlich schon reichen. 400 Milliliter Bratensauce und 2 halt. Milliliter. Also generell ist so, muss man sagen, es gibt ja ein Menü, also es gibt vorneweg eine Suppe, es gibt, glaube ich, einen Salat und es gibt ein Dessert. Wenn man heutzutage in ein Restaurant irgendwo geht, ja, sage ich, das ist ein Speiserestaurant, da ist es eigentlich so, dass man, also wenn ich jetzt zum Beispiel für das Restaurant Steaks geschnitten habe, weil wir das in der Speisekarte hatte, da gab es argentinisches Lendensteak vom Weideochsen mit einer grüner Cognac-Pfeffersoße. Da hatten die Steaks, nachdem die zugeschnitten waren, also vom Fett befreit, wurden die Steaks auf 180 Gramm geschnitten. Also sprich, die Tellergerichte hat es die Portion Fleisch generell so zwischen 160, 180 Gramm. Ja.
Jordan, guten Morgen. Ah, okay. Ja, klar, gut, dann gibt es natürlich ein Blaukraut dazu, es gibt Kartoffelgratin dazu. Und ja, ganz genau. 200 Milliliter Sahne. Alte Sahne muss ich noch runtersetzen. So, dann sind wir jetzt aber durch hier mit unserem Text wieder. Und dann geht es auch los wieder. So. Alles grün Bereich jetzt. Wollte doch die Sahne runtersetzen, aber jetzt ging es nicht. Jetzt. So. Gotthach 77, vielen, vielen Dank für deinen Host, für deinen Follow. Vielen, vielen Dank. Willkommen hier auf dem Kanal bei Kochen mit Didi. So, jetzt Leute, aber Gas geben. Also, wir gehen gleich mal an Herd drüber. Da habe ich schon die benötigte Bratensoße. Also um diese rosa, orangenrosa Pfeffersoße zu kochen, machen wir hier mal ein bisschen Licht noch. Halt, Licht wollte ich machen. Kommen wir nicht drum herum, uns eine Grundbratensoße zu kochen. Das habe ich hier getan. Habe ich auch, ist noch gar nicht so lange her, mal im Stream haben wir zusammen so eine Grundbratensoße hergestellt. Ja, jetzt auch nicht extrem kompliziert, aber gerade für solche Soßen, wie wir heute machen, ist es jetzt eigentlich zwingend so eine Grundbratensoße zu haben, weil alles aus Fleischgerichten, die man so als Kurzbratgerichte, wo man das Fleisch oder die Fleischsachen, Geflügel, die man hernimmt für Kurzbratgerichte, da ist es fast immer unmöglich, irgendwie eine Soße zu ziehen oder zu produzieren. Deswegen braucht man bei solchen Gerichten, wenn man eine Soße dazu möchte, immer eine Grundbratensoße. Ja? Die habe ich hier, topfreien Feuer. So, dann brauchen wir das nachher. Jetzt werden wir die mal aufkochen, probieren, ob sie uns würzig genug ist. Wenn das der Fall ist, dann werden wir ein bisschen Sahne zugeben, bisschen Orangensaft von frischen Orangen und ein paar Orangen filetieren, um die Filets von den Orangen als Einlage dann noch zu haben. So, hier gleich mal die Pfanne hin für die Flugenten, die wir jetzt dann gleich braten werden. Dann brauchen wir hier ein. Hoppala. Ein Gitter, wo wir die Entenbrüste aufsetzen, dass sie uns ein bisschen ablaufen können. Machen wir auch hier. Also, da machen wir auch gleich Feuer drunter. Zack. Mal 6 und halt. Ja, das reicht ja schon. So. So. Okay, das war's hier. Jetzt sind wir wieder an unserem Arbeitsbrett. Genau, die Flugente ist Geflügel, aber es ist ein Wildgeflügel. Ja? Und es ist also nicht diese Entenbrust, wie gesagt, die ihr kennt, wo man die ganze Ente im Backofen schiebt, je nach Größe 1,5 Stunden oder sonst was im Ofen hat und dann zum Verzehr fertig ist oder halt auch weich ist. Da bei der Ente, die man im Ganzen macht, bei der Bauernente, Hausente, da geht es darum, dass die Ente auch weich ist. Ja? Und da kann sein, dass das je nachdem 1,5 Stunden auch noch Größe abhängig oder es gerade ein bisschen länger dauert. Hier, wenn man eine schöne Qualität hat von dieser Flugente, ja, das ist eben Flugente, deswegen mit dem Hintergrund, also unsere Bauernenten, die können ja nicht fliegen. Ja? Also, das ist der Unterschied. Diese Enten konnten fliegen. Ich glaube, die wurden die Flügel irgendwie zurechtgeschnitten, dass sie eben dann nicht fliegen können, aber deswegen ist es eine Fleischvariante eben, wo sich die Farbe schon mal ganz anders ist. So. Und eben die sich eignet zum Kurzbraten. Also die Entenbrust hier, sage ich mal jetzt maximal vielleicht eine Viertelstunde, nicht spitz genug, eine Viertelstunde sowas, dann ist die fertig gegart schon. Ja. Und Wildgeflügel. Wie wild halt auch, kann man
generell oder wird generell rosa gebraten, ja. Wenn es der eine natürlich sagt, ah, das ist überhaupt nicht mein Fall, dann natürlich kann man es durchbraten, aber auf jeden Fall eignet sich das auch hervorragend zum rosa Braten. Und so diese Bauernente, wie wir kennen, da, also das ist gar niemand zum Empfehlen, ah, da es wahrscheinlich nicht zu beißen ist, wenn man es rosa brät, weil es ja nicht weich gegart ist, wie ein Braten, müsst ihr euch vorstellen. Das möchte ich jetzt eigentlich irgendwo anders erstmal reinschmeißen. Was nehme ich denn da? Das hier und das hier. Zip, Teller unten drunter. Packt man das jetzt aus. Flop. Das ist hier. Genau. Und die würde nie weich werden, diese Ente. Wenn man die so rosa braten würde, diese Bauernente. Timo, vielen, vielen Dank. Wünsche dir auch. Und vor allem. Ja. Ganz genau, das gewöhnliche Flügel, da ist absolut recht. Das muss man durchbraten. Also bedingt auch schon alleine heutzutage. Ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass man Geflügel bekommt, das nicht Salmonellen belastet ist. Ja, das muss man einfach auch so sagen. Und darum ist es auch wichtig, auch gerade, wenn ihr sagt, ihr habt noch ein bisschen Geflügel übrig vom Vortag oder irgendwie, ja, sollte man versuchen, dass es, wenn man es beim Erwärmen, die Kerntemperatur immer über 65 Grad kommt, weil das ist der Punkt, wo praktisch die Salmonellen abgetötet werden. Die Salmonellen sind nur ein Problem, wenn wir das, was wir essen, nicht über 65 Grad erhitzen, wenn das Produkt eben von vornherein schon mit Salmonellen belastet sind. Wir alle haben ja Salmonellen im Körper, das ist aber eigentlich in so einer Anzahl, wo wir damit kein Problem haben. Aber ab einer gewissen Anzahl an Salmonellen kann es dann je nach Alter, nach Zustand, wie fit man ist oder nicht, schon auch mal zu größeren gesundheitlichen Problemen kommen, bis eben auch mal mehrere Tage im Krankenhaus. Ja. Und wenn man das Gericht, je nachdem was man hat, dann über 65 Grad erwärmt, werden eben die Salmonellen abgetötet. Ja. So, da gibt es zum Beispiel mal diese ganz klassische, vielleicht habt ihr da schon mal was gehört, diese Barbarier-Entenbrust. Das ist eine ganz speziell gezüchtete. Ja, eben, hier haben wir hier, ob man es lesen kann, Barbarier. Ja, also wenn ihr sowas bekommt, dann sollte ihr natürlich auch schauen. Am besten ist natürlich auch, wenn man dann auch männliche Brüste nehmt. Ja, die sind meistens dann natürlich nicht so alt. Die männlichen Tiere sind ja immer eher dann gezüchtet für die Fleischproduktion, ja. Wobei die weiblichen natürlich da sind, um die Tiere zu gebären. Wenn ich das jetzt so, fällt jetzt gar nicht der richtige Name dazu ein, ja, so, oder wie man es nennt, ja. Donny, hallihallo, schön, dass du reinschaust. Guten Morgen, ja, und noch schöne Weihnachten, schöne Feiertage. So, Fleisch und Geflügel und Fisch, wenn es irgendwie geht, versuche ich eigentlich immer auf einem Kunststoffbrett herzurichten, eben schon mal aus hygienischen Gründen. So ein Kunststoffbrett, nicht alle, da sollte man vielleicht darauf achten, wenn man sich so ein Brett kauft, dass es Spülmaschinen geeignet ist. Und aus hygienischen Gründen ist es dann immer einfacher, dann das Brett, gerade weil mit Fisch, mit Fleisch, auch eben das Salmonellenproblem, hygienische Probleme immer ein bisschen gegeben ist, leichter zu reinigen ist, wie jetzt so ein großes Holzbrett. Ja, das ist drum eben so. Jetzt brauche ich noch ein Blechteller. Ach, was habe ich hier? Da nehme ich doch jetzt ganz einfach hier so ein Serviertablett. Da mache ich jetzt eine Folie drüber, damit das hier auch hygienisch wunderbar ist. Da werde ich jetzt hier meine Entenbrüste, nachdem ich so ein bisschen vorbereitet habe, drauflegen.
sprach von Kerntemperaturen. Ja, also bei Bratensoßen generell, also wenn ihr irgendwas erwärmt, ja, solltet ihr immer irgendwas erwärmen über 65 Grad, ja. Also dann, wenn ihr sagt, oh, ich habe eh einen empfindlichen Magen oder wie auch immer, dann seid auf der sicheren Seite, bla bla bla. So, bei einer Bratensoße, wenn ihr die erhitzt und sagt, ja, man kocht das, dann ist eine Soße, die macht man immer so heiß, ja, dass es kurz vorm Köcheln ist, ja. Und damit ist die Kerntemperatur also weit über 65 Grad gegeben und dann haben wir auch gar kein Problem da damit. Ja, also hier, wie Timo schon schreibt, also generell ist es auch so, gerade in der Gastronomie ist es so, dass da eigentlich die Auflagen bestehen. Also es gibt da verschärfte Hygienebestimmungen und da ist es dann auch so, dass man, wie Timo schreibt, für jedes Art von Fleisch, Fisch, also nicht jede Art von Fleisch ist falsch gesagt, wo man sagt, man hat für Fleisch ein Schneidebrett. Jetzt ist das irgendwie der Stream gerade abgekackt oder was ist? Warum habe ich jetzt hier so ein komisches Signal? Ja, also in der Gastronomie ist es so, dass man eigentlich für Fisch ein Brett hat, ein eigenes Brett hat für Fleisch, ein Brett hat für Fisch, ein Brett hat für Obst und ein Brett natürlich dann für die restliche Arbeit, also wie Zwiebel schneiden, Knoblauch schneiden, Lauch schneiden, Gemüse schneiden. Es hat zwei, drei Gründe dafür. Einmal ist ein Grund natürlich, ein Fischbrett kann natürlich schon sein, dass es immer so ganz leicht ein bisschen nach Fisch riecht, ja. Es ist ganz schwer wegzubekommen, auch in der Maschine, auch wenn man es richtig schrubbt. Und wenn man da jetzt natürlich Orangen oder sowas schneidet, ja, für einen Obstsalat oder sowas, ist das natürlich, ja, nicht das Tolle. Ich habe gerade nur ganz kurz so ein komisches Signal. Ach, hier Windows-Funktionsupdate, das hat hier gepluppert oder sich gemeldet. So ist es in der Gastronomie auf jeden Fall, dass die haben wirklich farblich dann natürlich auch für jeden ersichtlich, für jedes eigentlich ein eigenes Schneidebrett. Um einmal diese verschiedenen Aromen oder die Geschmacksstoffe, die so ein Brett irgendwo ein bisschen dann immer annimmt und hält. Hurry up, guten Morgen und noch schöne Weihnachten nachträglich oder noch Feiertage, ja. Und deswegen nimmt man die verschiedenen Bretter her, damit einmal diese Geschmacksstoffe sich nicht irgendwie verwischen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier oder ich mache einen Obstsalat und habe hier auf dem Brett, wo ich vorher Zwiebeln geschnitten habe, gemacht. Ja, das ist alles so Sachen, wo man dann auch richtig schmeckt und dann aber auch richtig unangenehm ist. Ja. Und deswegen hat man auf jeden Fall in der Gastronomie oder sollte man für jede Sache sein eigenes Brett haben. Und dann natürlich noch aus hygienischen Gründen, da eben, wenn ich mit Geflügel arbeite, das Salmonellenproblem natürlich da ist, ja, und dann weiß ich, ha, ich bin fertig, dann geht es in die Spülmaschine, die Gewerbespülmaschinen, die heizen, glaube ich, weit über 75 Grad das Wasser auf, ist es auch sichergestellt, dass die abgetötet sind. Die Salmonellen. So, jetzt im privaten Bereich, ja, also ich habe jetzt zwei von diesen kleinen Kunststoffbretter, habe ein Kunststoffbrett, das so groß ist, wenn ich mal mehr Fleisch machen muss oder Geflügel und auch größere Teile, dass ich da auch noch arbeiten kann. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn man zwei hat, wo man sagt, okay, einmal macht man so Gemüse und solche Sachen irgendwie, Knoblauch und das alles und einmal fürs Obst. Ja, und ja, gegebenenfalls doch eins, wenn man auch viel mit Fisch macht, noch eins für Fisch, dann ist es aber auch gut, ja. Gotcha! Guten Morgen und auch noch frohe Weihnachten. So, ich schneide es ein bisschen zu, so, weil doch viele sich immer auch ein bisschen am Fett stören, ja, aber lieber das Fett dort lassen und dann jeden individuell das wegschneiden lassen, weil Fett natürlich schon auch ein Geschmacksträger ist, ja. Also schon auch ganz wichtig. So. Müssen ein bisschen schauen, wie spät wir haben. So. Alright! Freak!
1982, vielen, vielen Dank für dein Streamlabs Chatbot funktioniert nicht mehr. Vielen, vielen Dank für den Host. Ganz, ganz lieb. Wunderbar, vielen, vielen lieben Dank. Ich werde den Bot neu starten müssen. Ich habe hier eine Fehlermeldung. Merkwürdig, Programm schließen. Streamlabs Chatbot funktioniert nicht mehr. Also, Bot neu starten. Bot hat sich verabschiedet. Ja, wie gesagt, ich schneide ein bisschen Fett weg. Hab hier unten, ja, wenn ich sehe, ein bisschen dickere Sehne oder sowas habe, schneide ich da auch ganz wenig weg. So, dann schneide ich das so ein bisschen wie ein Rautenmuster ein. So, Chatbot ist wieder da. Muss ich noch schnell starten. Machen wir hier was jetzt hier zu. Wie ist denn so, Chatbot, dann müssen wir hier uns anmelden. Twitchbot, zack. Dann müssen wir uns anmelden als Stream. Twitch Streamer. Und Streamlabs verknüpfe ich auch noch. So, okay. Also jetzt, wenn ihr was geschrieben habt, das habe ich jetzt leider nicht ganz mitbekommen, weil ich jetzt gerade wieder neu den Bot erst starten musste. Da gab es irgendwie anscheinend Disconnect vom Bot, warum auch immer. Also wenn ihr was geschrieben habt, was wissen wolltet oder so, dann bitte einfach nochmal. Das letzte war die Meldung für mich, dass ich ein Haus bekommen habe. Das habe ich gesehen. Ansonsten kann ich jetzt leider nichts mehr so dazu sagen, irgendwie. Mag vielleicht jemand mal was im Chat gerade schreiben, um zu sehen, dass der, ah ja doch, hä? Freak 1982. Oh, Bittersweet, vielen, vielen lieben Dank, das ist aber nett, hä? Also bedanke ich mich bei Freak, bedanke mich bei Bittersweet, ganz, ganz lieb, hä? So. Also, wie gesagt, für die Neuen, wir sind heute zum Essen eingeladen beim Bruder von meiner Freundin. Da sind wir eigentlich jetzt schon ein paar Jahre immer am ersten Weihnachtsfeiertag. Und ich weiß nicht, seit 2-3 Jahren ist es jetzt auch immer so, dass wir uns die Kocherei ein bisschen teilen, weil wir 13, 14 bis 15 Personen werden. Und in der Regel ist es eigentlich so, dass ich letztes Jahr zum Beispiel haben wir was mit Lachs gemacht. Ich habe den Lachs besorgt und habe ihn dann auch hier schon soweit vorbereitet, dass wir drüben nur ganz noch kurz im Backofen schieben mussten. Dieses Jahr haben wir uns auf diese Flugente geeinigt. Warum Flugente? Flugente ist der Begriff und dafür, dass es also ein Wildgeflügel ist. Ja, weil diese Bauernenten, wo man sonst kennt, die können ja nicht fliegen. Und das ist auch von der Fleischart, also deutlich was anders, geschmacklich deutlich anders, von der Farbe her, wenn ihr es mal gesehen habt, also auch deutlich anders wie jetzt so ein Hausgeflügel. Und auch was noch der große Unterschied ist, ist man dieses Geflügel kann man rosa braten, ja, das was zur Hausente ja gar nicht möglich ist, ja, weil A, wir dieses Geflügel gar nicht weich bekommen in der kurzen Zeit, wenn ich es rosa braten will. Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund schon, ja. Das ist hier eben nicht gegeben. Diese Ente hier eignet sich auch zum Kurzbraten. Kurzbraten versteht man alle an Fleisch- und Geflügelsachen, die in der kürzesten Zeit in der Pfanne fertig gegart werden können. Das versteht man unter Kurzbratgerichte. Wow, ganze halbe Ente. Ja, das ist also auch, was ich immer, wenn ich Ente mache oder auch gemacht habe, fürs Restaurant oder auch im privaten Bereich, ich habe immer versucht, 2 Kilo Enten zu bekommen. Und das waren dann immer 2 schöne Portionen. Ja, und da war es dann immer auch pro Person eben eine halbe. Und dann ging es auch gar nicht los. Ja, ich möchte lieber Brust, ich möchte lieber Keule. Sondern es war halt natürlich beides immer dort an der Ente dann. Ein Stück Keule, ein Stück Brust. So, ab und zu kann es vorkommen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Macht mal so, da sind noch so ein bisschen paar so von diesen Federkeilen, ja, stecken da noch drin, ja. Die kann man verhältnismäßig leicht dann ausziehen, ja. Das sollte man auch machen. Spiegeln sich hier gerade irgendwie ein bisschen.
Einfach da dazu, braucht man jetzt gar keine Pinzette. Ich nehme hier so vom Messer die Klinge und drücke einfach den Daumen dagegen, klemme das praktisch ein und dann kann man das verhältnismäßig wirklich easy ausziehen. Also ist nicht zu vergleichen mit dem Federrupfen, finde ich persönlich jetzt ein bisschen schwieriger. So, mal eine. Voilà. Ja, ich schneide hier ein bisschen das Fett weg, was ich hier so sehe. Das ist, weil ich jetzt gerade hier doch ein bisschen mehr habe, werde ich das ganz kurz in der Pfanne ein bisschen anbraten und dann in meine Soße geben, um da auch noch ein bisschen mehr Aroma mit hinzubekommen. Wie gesagt, was ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, bei so Kurzbratgerichten, egal ob es jetzt ein geschnetzeltes ist, ob es hier eine Flugente ist, ein Steak, wo man sich brät, ein Fisch gehört auch zu den Kurzbratgerichten, weil er eben auch in kürzester Zeit in der Pfanne fertig gegart werden kann, ist es halt, wenn man sich zu diesen Sachen eine Soße gerne machen möchte oder wünscht, dann kommt man nicht drum herum, irgendeine Soße schon vorbereitet zu haben. Die Ente hat Gräten. Habe ich jetzt irgendeinen Müll erzählt? Ich weiß nicht. Bin ich irgendwie durcheinander gekommen oder? Achso, jetzt, ja, wie bei Fischgräten, so habe ich glaube ich erwähnt, wenn den Keilen zu zupfen. Ja, wie gesagt, wenn man sich zu solchen Sachen dann eine Soße wünscht, kommt man eben nicht drum herum, diese Soße in irgendeiner Art und Weise vorzubereiten oder parat zu haben, weil sich aus dem Bratensatz, wo ein bisschen entsteht und es in dieser kurzen Zeit, wo eben dieses Kurzbratgericht in der Pfanne braucht, ist es fast unmöglich, sich irgendwie eine Soße daraus zu machen. Ja. Und das ist eben heute auch so. Wir brauchen hier für unsere orangenrosa Pfeffersoße brauchen wir, so, das ist die Entenbrust, die ich gestern oder am Freitag im Stream schon mal vorbereitet habe, um eben schon mal zu zeigen, was ich eben heute machen möchte. Darum ist die hier schon fertig. So, und hier nochmal. Genau, und im Stream haben wir schon mal gezeigt, wie man so eine Grundbratensoße herstellt. Lässt sich super einfrieren. Kleine Behälter, so wenn er irgendwie sagt, oh, Bratensteak, möchte eine Soße dazu haben. Nur das Ding auftauen, kurz in die Pfanne rein, taut natürlich dann auch extrem schnell auf, weil ja sehr hoher Wassergehalt ist. Solche Sachen kann man durchaus, wenn man es vergessen hat, direkt gefroren in die Pfanne schmeißen, Steak warm stellen, die Soße in die Pfanne rein, aufkochen lassen, gegebenenfalls dann grüner Pfeffer dazu, ein bisschen Sahne mit dazu schütten, auf gewünschte Dicke einköcheln lassen, zum Schluss noch einen Spritzen Cognac rein, haben wir schon eine wunderbare grüne Cognac-Pfeffersoße zum Steak, also oder in unserem Fall dann auch für die Entensoße nur aufkochen. Ein bisschen, wenn wir so ähnlich machen eben oder wollt wie ich, dann geht da nur ein bisschen Orangensaft rein. Und zum Schluss diese rosa Beeren, diese rosa Pfeffer. Und ich mache dann immer noch gern auch noch Orange, wo ich die Filets rausschneide, auch noch mit in die Soße. Ja, dass man auch nicht nur den Orangengeschmack sieht, oder schmeckt, so muss ich es ja eher sagen, durch die Zugabe des Orangensafts, sondern auch durch die Orangenstücke, das deutlich nochmal unterstützt wird. So, wir schneiden hier wieder ein Rautenmuster ein. So, dann werde ich jetzt die Pfanne schon nochmal ein bisschen höher drehen. Wir würzen das und dann braten wir das auch schon an. Zum Würzen, Salz, Pfeffer, könnt gerne noch ein bisschen... Freak 1982, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal bei Kochen mit Didi. Vielen lieben Dank. Würzen, Salz, Pfeffer, Paprika. Ihr könnt auch natürlich die Mühe machen, so wie ich. Ich habe seit vielen, vielen Jahren, da ich ja ganz lange auch selbstständig war in der Speisegastronomie mit einem Speiserestaurant, habe dann irgendwann mal angefangen, Rezepturen zu erstellen. Und hier habe ich so eine ganz tolle, mache ich eben schon seit ja, bestimmt 30 Jahren eben auch, eine Gewürzmischung, mit der, das ist so eine Universal, nenne ich die, Universal-Fleischwürzmischung. Bekommt langsam Hunger, okay.
Da ist eben jetzt drin Salz, Pfeffer, Paprika, bisschen Curry, ein bisschen Chili, Rosmarin, ja, und noch ein paar Sachen. Und das, mit dem wird sich jedes Fleisch, ob es Geflügel ist, ob es Steaks sind oder sonst was Geschnetzeltes, und ganz, ganz toll, eignet sich auch vor allem, zum, wenn ihr grillt, für Fleischsachen super. Könnt ihr ja auch mal so ein bisschen Mühe machen und daheim hinsetzen und sagen, ja, ich mische mal jetzt ein paar Kräuter, weil Fakt ist, wenn ich zu Hause was mache, oder ihr kennt es vielleicht selber, macht was, ihr würzt es generell eigentlich immer irgendwo vielleicht mit Salz und Pfeffer, ja, okay, Standard, und dann nehmt ihr noch irgendwo, ja, Paprika rum, weil, ja, der Curry, ja, weiß ich nicht, wo er steht, Chili, habe ich, glaube ich, gar nicht im Hause, Rosmarin, was ist das, kenne ich nicht, habe ich nicht, also, und drum, wenn ihr da mal ein bisschen rumtestet, ja, und da mal bastelt euch, vielleicht sowas ist eine super Sache. Was auch eine Variante wäre, wie Freak auch schreibt, ja, es gibt so eine Variante, da wird der Bauchspeck, ja, es gibt also den Bauchspeck, der leicht so ein bisschen mit Fleisch durchzogen ist, und dann gibt es das gleiche, aber auch, der ist schneeweiß, da ist gar nichts drin, ja. So einen nimmt man, schneidet dickere Streifen, dann gibt es eine spezielle Nadel, eine sogenannte Spicknadel, ja, die steckt man rein, zieht durch, dann kann man hinten, der Fettstreifen wird in diese Nadel hinten eingeklemmt, man schiebt es durch die Brust durch und löst es. Wobei jetzt aber, gerade speziell, um da zurückzukommen, das macht man eher, also hier jetzt bei der Brust, solange ich die Fettschicht oben stehen lasse, also würde ich das jetzt hier bei der Flugentenbrust nicht empfehlen. Man kennt es zum Beispiel am meisten wahrscheinlich vom Rehrücken, muss ich sagen, ja, dass man so einen gespickten Rehrücken hat. Also da die Ente jetzt doch schon sehr viel Fett hat, also würde ich jetzt nicht noch Fettstreifen einziehen. So, aber Freak hat bestimmt ein bisschen was mit der Küche zu tun, weil dieser Vorgang, wenn man Speck hier so ins Fleisch einbringt, der nennt sich eben Spicken, ja, mit Speck spicken. So, das überschüssige Fett, das pure Fett, was ich ein bisschen, das schmeiße ich eigentlich jetzt weg. So, unsere Bratensoße köchelt schon so leicht, jetzt schauen wir mal, muss ich hier nochmal den äußeren Ring mit zuschalten. Okay, so, also, wir würzen das Ganze. Das lasse ich noch ganz kurz hier liegen. Also nehmen wir das hier rüber, dass ich hier Platz habe zum Würzen. Hände ganz kurz mal ein bisschen säubern. So, also. Tuch noch, um die Hände zu trocknen. Ja, cool, also das merkt man schon ab und zu, wenn man gewisse Leute eben sich ein bisschen unterhält und gewisse Wörter fallen im Stream dann, im Chat, da merkt man schon, dass ein gewisser Hintergrund, ein bisschen Know-how schon vorhanden ist, ja, weil eben dieser Ausdruck, da können bestimmt so auf Anhieb nicht viele Leute was damit anfangen, mit Spicken. So, also nochmal drauf zurückzukommen, wie gesagt, ich versuche immer zu vermitteln, das, was ich koche, wie kann ich das auch für eine größere Anzahl an Gästen kochen, ohne dass ich den ganzen Abend in der Küche verschwunden bin und die verschiedenen Leute nicht zeitversetzt von was weiß ich wie viele Minuten essen müssen, weil ich es nicht schaffe, das, was ich koche, gleichzeitig fertigzustellen. Eignen sich nicht alle Gerichte dafür, muss man schon ganz klar sagen, außer man hat eine riesen Küche, ist super organisiert, hat mehrere Leute, die einem helfen, dann vielleicht ja. Aber wenn ihr sagt, ihr macht fast alles alleine und die Gäste langen dann irgendwo ein bisschen mit hin, was auch ab und zu bei uns dann so ist, mit einer Anzahl der Gäste, wo man mit Teller mit rausträgt oder wie auch immer, eignet sich das Gericht, was wir heute kochen, super dafür, ja. Größere Anzahl an Gäste, ja, also ich sage jetzt mal, wenn du zu Hause kochst mit deinem Vierplattenherd, für 10, 15, je nachdem, was ihr auch Platz habt, dann an Esstischen, auch 20. Also ich glaube, das meiste, was ich mal gekocht habe zu Hause, waren für 21 Personen ein Dreigangmenü mit Suppe, Hauptgang, Sättigungsbeilage, Gemüse und Dessert. Das ist dann, finde ich, schon im Haushaltsbereich schon eine größere Herausforderung. Ja? Rinirax, ja, wünsche ich auch schöne Weihnachten. Übrigens an alle, die ich vergessen habe zu begrüßen, möchte ich Sie herzlich begrüßen. Alle natürlich schöne Weihnachten, eure Familien. Ja.
So, also wir würzen das Ganze jetzt eben mit unserer Würzmischung. So, wenn wir das zu Hause machen für eine größere Anzahl an Gästen, also irgendwas ja für eine Gäste, die einfach für euch eine Herausforderung stellt, eine Personenzahl, wir gehen immer davon aus, eure Gäste kommen abends. Zum Beispiel hier diese Flugente, die könnt ihr jetzt so weit Vormittag, also mittags, nachmittags vorbereiten, wie wir das jetzt hier machen. Wir haben es ein bisschen zugeschnitten. Wir würzen das jetzt. Dann braten wir das auch an von beiden Seiten und dann legen wir das auf ein Gitterblech. Fertig. So könnt ihr das super vorbereiten. Da habe ich vergessen, eine einzuschneiden. Und dann hat die, dann, wenn es dann darum geht, dass man sagt, okay, man will um 19 Uhr essen oder so oder 20 Uhr, je nachdem halt, dann schiebe ich die Flugente, je nach Dicke und Größe der Flugente und ein bisschen abhängig davon, wie lange habe ich es vorher schon gebraten, nur nochmal im Backofen, um das Ganze praktisch nochmal heiß zu machen, eventuell auch die Garstufe noch ein bisschen weiterzubringen von Englisch auf Medium oder auf die gewünschte Garstufe eben. Also stellt es eigentlich dann überhaupt kein Problem mehr dar. Die Flugente sollte dann aber, wenn man, also sollte man jetzt nicht, ist zwar ein bisschen einfacher, wenn man die Flugente dann, also gut, das ist jetzt gerechnet eine Flugente für zwei Personen im Dreigangmenü. Sollte man, am besten ist es optisch und qualitativ, wenn man die Ente dann aufschneidet, ja? Die Flugente. Also das ist dann ein bisschen, was ein bisschen kurzfristig Zeit in Anspruch nimmt. Die fertigen aus dem Ofen raus. Einer ist da, der schneidet sie auf, legt es drauf, der andere macht die Soße drauf oder setzt sogar die ganzen Beilagen, Soßen separat ein. Das ist auch noch so ein bisschen ein Trick, um, wie soll ich sagen, vom Handling her das zu vereinfachen. Oh, wir hatten früher einen Holzofen in der Küche, das war so genial. Okay, muss ich sagen, ich habe mit Holzofen noch nie gekocht. Dazu kann ich nichts sagen, aber natürlich von der Hitze her und so und ist das schon nochmal ein bisschen was anders. Genau, und um das zu vereinfachen bei einer größeren Anzahl der Gäste, empfiehlt sich natürlich auch eure Beilagen, eure Gemüse, Soßen oder was auch immer, eventuell in Schüsseln abzufüllen. So habt ihr diesen Portionierstress nicht, dass ihr noch alles auf den Teller bringen müsstet. Nein, die verbrennen nicht. Nein, gar kein Problem. Im Falten sogar, wichtig ist natürlich auch für Gewürze, dass die eine gewisse Hitze haben, Temperatur bekommen, weil da im Falten sah noch mal ein bisschen ein anderes Aroma, ja. Drum sollte man auch so, wenn man irgendwas kocht, ja, also Soßen, Rouladen, Gulasch, was es auch ist, die Soße, wo das Ganze drin gart, schon frühzeitig mal probieren und eventuell nachwürzen, ja, weil die Gewürze doch auch ein bisschen Zeit brauchen, um ihr richtiges Aroma zu entfalten. Ja, zwar nicht alle, aber viele. Und drum immer mal zwischendrin probieren und nicht sagen, ja, abschmecken tue ich dann zum Schluss. Okay, macht man natürlich immer, weil natürlich durch gerade das längere Garen viel Wasser verdampft und dann eben entsprechend auch die Soße pikanter wird. So, hier die auch noch. Und jetzt bei der Flugente. Wenn ihr das brät, da reichen wirklich ein paar Tropfen Öl nur, da wir es ja jetzt auf die Fettseite legen. Ja. So, wie gesagt, das würde ich, wenn ich jetzt sagen wir, heute Abend Gäste hätte, jetzt auch schon vormittags vorbereiten. So. Im Backofen und wenn es rauskommt, dann die Ente halbieren so und am besten schneidet es dann so, weil generell gilt ja die Aussage, wenn ihr Fleisch klein schneidet, ja. Gerade jetzt bei Geschnetzeln oder sowas, ja, sollte der, jedes Fleisch hat ja eine Faser, die man auch sehr deutlich sehen kann. Sollte der letzte Schnitt, den ihr an dem Stück Fleisch macht, also ihr habt jetzt einen großen Bollen Fleisch und sagt, ihr wollt Geschnetzeltes schneiden, ja, dann schaue ich mir das an. Okay, dann schneiden wir erst große Streifen und diese Streifen, die schneide ich dann in kleinere Stücke, also in das Geschnetzelte. Dann schneide ich diese großen Streifen zuerst mit der Faser, weil der letzte Schnitt ist ja dann, dass ich das Fleisch klein schneide. Und der sollte immer gegen die Faser sein, weil man will, das Grundprinzip ist darum, man muss beim Kauen, muss man diese Faser zertrennen, ja. Und je härter diese Faser ist, desto schwieriger wird, da das durchzubeißen. Da ist es auch jetzt kommt jetzt dieser Qualitätsunterschied ins Spiel. Wenn eben das Fleisch keine gute Qualität hat, dann ist diese Faser härter. So, habe ich jetzt eben aber durch das Schneiden schon die Faser sehr, sehr verkürzt, dann kann ich da so ein bisschen tricksen und die Qualität ein bisschen kaschieren, ja. So,
warum eben sagt man immer, der letzte Schnitt sollte immer gegen das Fleisch sein, ja? Du hast immer eine große Platte, bei der an verschiedenen Stellen unterschiedliche Hitze ist, ist klar, ja, weil natürlich das Holz nicht so sich von der Hitze dann im Ofen so wunderbaren Schichten lässt, dass wir eine gleichmäßige Hitze an der Platte erreichen. Und das hast du einen Vorteil beim Garen, dass du eben deine Pfanne dahin schieben kannst, wo du gerade brauchst, oder einen Topf viel Hitze, wenig Hitze. Das ist mal schon mal ein Vorteil, ja. Ganz genau. So, das geht jetzt in die Pfanne. So, hier köchelt bereits unsere Bratensoße, die wir jetzt mal, die haben wir auch eingefroren gehabt, die haben wir vor längerer Zeit mal im Stream gekocht und gezeigt, wie das geht eben. Das ist eben zwingend, dass wir überhaupt die Soße herstellen können, ohne so eine Grundsoße geht es nicht. Hier haben wir schon den Pfanne im Herd, die hat jetzt auch schon gut Hitze entwickelt. Und wir legen unsere Enten rein, beziehungsweise ein paar Tropfen Öl möchte ich reinmachen, aber wirklich nur Tropfen, weil durch die Fetthaut, wo wir hier haben, haben wir sofort auch dann ein bisschen Fett in der Pfanne. So, ach ja, genau. Was auch ist, wenn ihr sowas macht, gerade so größere Stücke, jetzt Schnitzel oder sowas brätet, ihr solltet immer darauf achten, wenn ihr es in die Pfanne einlegt, euer Fleisch, eure Schnitzel, wie auch immer, dass sie so einlegt. Praktisch, ihr fängt hier so an und dann lasst es so reinfallen. Ja? Falls, wenn ihr das so macht, ihr kommt näher an die Pfanne, ihr bekommt einen Fettspritzer ab. Was macht ihr dann? Fettspritzer? Ah! Also lasst das fallen. Und wenn ihr das so macht wie ich, dass ihr das so einlegt und so dann fallen lässt, spritzt auf jeden Fall das Öl, gerade bei Schnitzel, weil man ja mehr Öl in der Pfanne hat, immer weg von euch. Ja? Also versucht es nicht so zu machen, ja? Aber wenn ihr es dann fallen lässt, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass das Fett euch anspritzt. Ja? So, das darf jetzt hier ein bisschen braten. In der Zwischenzeit schmeißen wir schon mal unser Blaukraut an den Herd, das ich schon auch vorbereitet habe. Das, wo ich gesagt habe, Blaukraut, Entensoße und Ente bringe ich mit. Genau. Ich muss den Topf noch ganz kleines bisschen sauber machen. Da war gestern die Spätzle drin, die wir ja im Stream gemacht haben. So, Blaukraut, also ist verhältnismäßig auch einfach zu machen. Das Blaukraut wird gehobelt mit einem feinen Hobel, wenn ihr es frisch machen möchtet. Wenn ihr Blaukraut sagt, na, das ist euch zu viel Arbeit, kann man durchaus auch dieses servierfertige Blaukraut nehmen und das natürlich noch ein bisschen pimpen. Da haben wir beide Varianten im Stream schon mal gezeigt und gemacht. Wie pimpe ich am besten das fertige Blaukraut aus der Dose noch oder aus dem Glas? Also generell ist mir dieses Blaukraut aus dem Glas oder aus der Dose viel zu hart. In der Regel koche ich dieses Blaukraut in der Dose, koche ich noch 1,5 Stunden. Da dazu gebe ich ein bisschen Preiselbeeren dazu, würze das Ganze ein bisschen mit Salz, Pfeffer noch nach. Und wenn ich dann eventuell kann man noch schönen Apfel kleinschneiden und mit zugeben. Und wenn man hat, was wirklich qualitativ nochmal dem Ganzen richtigen schönen Geschmacksschub gibt, ist, wenn man Entenfett hat, ja, also wenn er sagt, ja, es hat jetzt Weihnachten Ente gegeben, kann man das Fett sammeln. Sitzt das jetzt da richtig auf? Ja. Das Entenfett sammeln und kann man dann auch einfrieren und da dann zum Schluss, wenn das Ganze fertig ist, schön 1-2 Löffel Entenfett zugeben und dann gehe ich auch immer her. Ich binde das Blaukraut mit Kartoffelstärke ganz leicht ab, weil was ich nicht möchte ist, wenn ich dann so Ente esse und die Flüssigkeit vom Blaukraut so mit meiner Soße sich vermischt. So, jetzt ist es aber hier gerade ungeschickt, ja, weil man unsere Braten nicht mehr sehen. Ich werde es einfach ein paar Mal herzeigen dann. So, Zange. So. Genau, brate schön an, ja.
Jetzt fahre ich hier mit der Hitze den Gang ein bisschen runter. Eben auch beim Drehen, seht ihr, ich setze sie so an und immer weg vom Körper. Machen wir hier mal ein bisschen Temperatur runter. So, ich schaue mal kurz in den Chat. Ah, ein Holzofen, ja cool. Knockout, frohe Weihnachten, wünsche ich dir auch. Lieben, lieben Dank deinen Bekannten, Freunden. Auch natürlich, klar. Christian, servus, dir auch schöne Weihnachten. So, jetzt der Fleischbrät. Blaukraut gehört in den Topf, um das zu erwärmen. Also wie gesagt, das sind so die Tricks, wie man so ein fertiges Blaukraut noch pimpen kann. Also wie gesagt, ich koche das immer noch eine halbe Stunde, eineinhalb Stunden, weil mir es viel zu hart ist. Dann noch ein bisschen mit Löffel Preiselbeeren oder auch zwei, je nach Menge natürlich. Ihr müsst ein bisschen Wasser mit dazugeben, sonst könnt ihr das gar nicht diese eineinhalb Stunden noch köcheln. Geht nicht. Immer natürlich schrittweise das Wasser zugeben, nicht dass ihr zum Schluss dann sehr viel Wasser habt am Kraut, das ist auch ganz schlecht. Und zum Schluss eben schön ein, zwei Löffel Entenfett noch mit dazugeben und den Effenwell ganz leicht mit Mondamin binden, kriegt das Blaukraut noch ein bisschen schönen Glanz und es verwässert euch die Soße nicht so, weil Blaukrautsaft und Bratensoße, je nachdem sich ineinander läuft, ist dann einmal nicht gegeben. Ja, danke. Wie man Sauerkraut verfeinert. Also für Sauerkraut, finde ich, gilt genau das Gleiche wie für Blaukraut. Wenn ich fertiges Sauerkraut kaufe, in der Regel ist mir dieses Sauerkraut viel, viel, viel zu hart. Ja. Wie kann ich es verfeinern? Du gehst her, nimmst Zwiebeln, wo sind wir denn? Am Herd hier, genau. Du nimmst Zwiebeln, tust die ganz leicht glasig schwitzen im Topf, gibst dieses Sauerkraut hinzu, suche den passenden Löffel, um das Kraut zu rühren. Jawohl, da habe ich. Genau, dann gibst du dein fertiges Sauerkraut aus dem Glas hinzu, machst ein bisschen Apfelsaft mit hinzu und garst es auch weich. Ja? Dann zwischendrin auch mal probieren, wie ist es geschmacklich. Immer natürlich ein paar Tropfen Wasser dazugeben, dass du es überhaupt so lange kochen kannst. Und darauf achten, dass es auch nicht anbrennt. Dann immer natürlich, wie gesagt, ein bisschen Wasser zugegeben, dass es überhaupt gleich köcheln kann. Das gleiche wie für das Blaukraut gilt. Wenn das Kraut noch eineinhalb Stunden, dann sagst du, jetzt ist es schön weich, man kann es gut essen. Eventuell auch mit Kartoffelstärke leicht abbinden. Gegebenenfalls etwas Zucker nochmal hinzugeben, weil was ich finde, was immer eine gute Kombination ist, ist eben süß-sauer. Also und Sauerkraut, ja eben sauer und eben das Ganze ein bisschen anstatt vielleicht mit Wasser immer ein bisschen mit Apfelsaft zugeben und eben im Vorfeld, bevor es dann garst, eben Zwiebel im Topf ein bisschen andünsten. So, da gibt es jetzt eigentlich nochmal eine kleine Schale Blaukraut. Na, da ist sie ja schon. Hoppala. Habe ich noch mal ein Blaukraut. So, das Blaukraut, was ich eben hier habe, das habe ich im Geschäft schon gekocht. Das ist jetzt frisches Blaukraut. Wie koche ich frisches Blaukraut? Das Blaukraut wird gehobelt. Dann kann man es über Nacht marinieren. Mariniert wird mit Rotwein, Salz, Pfeffer, macht man Gewürzbeutel hin. Also man nimmt am besten so einen Teebeutel, wenn man offenen Tee hat und Tee macht. Und da gibt man rein Lorbeer und Nelke. Macht man deswegen, dass wenn das Kraut gegart ist, dieses Lorbeer und Nelke, das kann man nicht essen. Da will man nicht draufbeißen, weil es geschmacksintensiv ist. Und wenn ich so einen Gewürzbeutel habe, kann ich es eben, wenn es fertig gegart ist, leicht wieder entnehmen. Also ich mariniere es mit Rotwein, Spritzer Essig, Salz, Pfeffer und diesem Gewürzbeutel. Das kann ich über Nacht machen. Dann tue ich auch Zwiebel und Äpfel im Topf ein bisschen anschwitzen. Gebe da dann mein Blaukraut dazu und lasse es einfach weich garen. Preiselbeeren mit dazu. Was man auch machen kann dann ist, man gibt eine, je nach Menge natürlich Grundkornreis dazu. Also es ist der Reis, wo man zum Beispiel Milchreis draus macht oder Risotto-Reis. Das ist das Reiskorn, das nach einer gewissen Garzeit aufplatzt, nach längerer Garzeit sich komplett auflöst und nur noch halt eine klebrige Masse hinterlässt.
Das hat einen Blaukraut. Zwei Vorteile, wenn ich sowas dazu gebe. Durch die Garzeit löst sich dieses Korn ebenfalls auch komplett auf. Hier war das zum Beispiel dort. Also ihr werdet sehen, leider vielleicht nicht, dass hier wirklich nirgends mehr ein Reiskorn zu sehen ist. Aber dieses Reiskorn gibt ein bisschen Bindung an mein Blaukraut ab, was ich ja vorhin schon erzählt habe, was ich gern möchte, damit es nicht so verwässert. Und es gibt einen gewissen Glanz. Das ist nochmal so ein bisschen so ein Trick, ein Tipp, wenn ihr Blaukraut selber macht. Einfach auch mit eine Handvoll, immer ein bisschen auf die Menge gesehen, Rundkornreis mit hin, der mir dann mein Blaukraut eben ein bisschen abbindet und auch noch ein bisschen Glanz ans Blaukraut gibt wieder. So, da habe ich auch noch ein bisschen Blaukraut. So. Hinten köchelt unsere Grundsoße für die Orangensoße. Sobald wir jetzt gleich die nächsten Entenbrüste in der Pfanne haben, werden wir uns um die Entensoße kümmern dann. Um diese orangen-rosa Pfeffersoße, was wir ja kochen. Ja, aber bitte gerne, das ist das, was ich hier auch gerne im Chat mache. Blaukraut und Rotkraut ist das Sherry ab, genau. Blaukraut und Rotkraut ist dasselbe. Ich glaube, es richtet sich ein bisschen nach Bundesland, wo was, wie was genannt wurde. Weiß ich jetzt selber nicht. Auf jeden Fall Blaukraut, Rotkraut, eigentlich das Gleiche. Nimi Myrte, genau, das ist das, was ich auch hier mit meinem Stream gerne mache. Einfach solche Sachen ein bisschen besprechen. Wenn ihr sagt, ihr kocht was, habt immer ein Problem, dass es nicht so klappt, eben fragt, wenn ich eine Idee dazu habe, das euch gerne vermittle. Das ist auch so ein bisschen mein Anliegen hier im Stream oder mit meinen Streams, eben so ein paar Tipps zu zeigen, weil ich euer ein paar Tipps zu geben mit den Sachen, was ihr irgendwie ein Problem habt oder gern wissen würdet, was man da machen könnte, um das eben anders zu machen. Guten Morgen. Ah, der junge Mann ist aus dem Koma erwacht. Der Sohn steht in der Küche. Und mal schauen, auf wie viel Grad, was ich eingestellt habe. Ich juckt irgendwie am Schienbein. Ich könnte auch mal hier am Herd den Chat aktivieren. Dann muss ich nicht immer durch die Gegend laufen. So, was haben wir hier wieder? Einstellungen, Display. Display-Ruhezustand, Display-Ruhezustand niemals. So, das haben wir. Okay, dann brauchen wir jetzt nur noch den Twitch-Chat. Habe ich doch auch hier. Twitch ist hier. Verbinde und schon müsste es gehen. Ja? Hoffe ich doch. Verbinden. Willkommen im Chat, schreibt er mal. Ja, wunderbar. So, die sind jetzt, sage ich mal, unsere Brüste. Oh, unsere Brüste, ja, genau. Stellen den Topf mal ein bisschen weiter rüber. Können wir, die habe ich jetzt nochmal gewendet, ja. Ja. Genau. Die auch nochmal ganz kurz. Die brate ich jetzt, sage ich mal, circa 50% auf die gewünschte Garstufe. So brate ich das jetzt. Setze es hier rüber und dann werden sie im Backofen, eben wenn dann so soweit ist, dass man sagt, man möchte essen im Backofen, dann Viertelstunde vorher circa bei 160 Grad fertig gegart. Und das erleichtert mir die Arbeit natürlich schon gewaltig, wenn ich sage, eben 10, 20 Gäste, diese kann man problemlos dann eben mittags schon vorbereiten, immer davon ausgegangen, eben Gäste kommen abends. So, ich würde sagen, noch ganz kleines bisschen und dann können wir die schon entnehmen. So, und hier aufpassen, dass der Topf hier richtig reinrutscht. So. Was ein bisschen, sicher ein bisschen nicht ganz einfach ist, wenn ihr fertiges Blaukraut habt, so wie ich das koche, wie ich es erwähnt habe, zu erwärmen, das sehr leicht anbrennt, also immer ein paar Tropfen Wasser dazu und also auch immer schauen, sehr oft drin halt auch rühren dann, ja. So. Junger Mann, kann man dir was Gutes tun? Hm? Den Kaffee in Ehren kann niemand verwehren. So. Also. So, Orangen brauchen wir zu unserer orangen-rosa Pfeffersoße.
nehme jetzt da mal 4 Stück, sage ich mal. Die werden wir jetzt dann gleich filetieren, diese Orangen. Ja. Kann man auch, wenn man sagt, man macht Obstsalat und ein bisschen macht eine elegantere Variante an Obstsalat, dann sollte man die Orangen auch eben filetieren. Wenn man eine Orange schält, seht ihr ja, man kann so Schnitze rausbrechen. Ja. Und diese Schnitze haben wir links und rechts, diese kleine weiße Haut. Ja. Und beim Filetieren werden genau diese Schnitze rausgeschnitten zwischen diesen zwei weißen Häuten, so dass ich ein Filet bekomme, wo gar nichts dran ist, außer nur wirklich reines Fruchtfleisch. Junger Mann. So, da ist aber einer noch müde, du, ha? Ich brutzel zu laut, bist du aufgewacht? Meine Mama habe ich schon die Schlafzimmertür zugemacht, die liegt noch im Koma. So, das brät jetzt mal so weit, mal kurz alleine noch ein bisschen. Da könnt ihr noch mal kurz schauen. Ich weiß nicht, dreh mal noch mal eine um. Halt mal bitte noch mal näher in die Kamera. Ja, also schon schön anbraten. Ja. So, wir fangen jetzt schon mal an, die ersten Orangen zu filetieren. Geht verhältnismäßig simpel. Ist jetzt nicht so schwierig, wie man das macht. Dazu schalten wir kurz den Herd. Irgendwann am Herd nicht meinen Arbeitsplatz. So, da habe ich ja noch einen Dreck von gestern drin, vom Rosenkohl sehe ich gerade. Egal, schmeißen wir nachher gleich weg. So, dazu schneide ich die Orange links und rechts was weg. Und jetzt schäle ich die Orange, indem dass ich hier jetzt so außen einfach mit dem Messer, dann nehme ich hier praktisch diese Kante, wo ich sehe, Fruchtfleischschale, und schneide da wieder runter. So, und da gibt es eben den Ausdruck dafür, wir brauchen Orangenfilets, die Orange muss filetiert werden. Ja? Und so, das versteht man unter Orangenfiletieren, was wir jetzt hier machen. So, jetzt brauche ich irgendwo, wo machen wir die Orangenfilets rein? Kleine Schüssel. So, und die Filets, jetzt seht ihr hier so praktisch diese weißen Striche, so, und da läuft diese Haut noch innen, hier können wir es dann auch nochmal sehen, so, und da zwischendrin schneiden wir jetzt praktisch unsere Filets raus. Das versteht man jetzt unter Orangen filetieren. Man kann es auch so machen wie jetzt hier, ihr schneidet auf einer Seite rein, an der weißen Haut, schneidet ein bisschen rüber bis zur Nähe und dann kann man das rauspulen, weil dann bleibt die Haut auch stehen. Ja. So. Also in der anspruchsvollen Speisegastronomie wird Obstsalat nur, die Orangen so und Grapefruits, die werden alle so filetiert. Also dass jetzt nur die Orange schälen und dann irgendwie kleinschneiden, ist nicht. Sondern immer schön filetieren, ja. Jetzt gehe ich gleich her. Jetzt habe ich hier natürlich noch ein bisschen Fruchtfleisch stehen, so zum Teil, ja. Das drücke ich jetzt, nehme das gerade mit, damit ich die Küche nicht aussaue und drücke diese Orange jetzt direkt über meiner Bratensoße aus. Da. Ja, wenn ich es ganz klassisch schäle, kann man ja kurz mal andeuten, Wenzel, dann zeige ich dir den Unterschied dazu. Wo die Problematik dann liegt, wenn wir es ganz normal schälen. So, Bio. Au, ah. Jetzt am Herd, schauen wir, was unsere Entenbrüste machen.
Und jetzt habe ich hier Filets, ja. Seht ihr, da ist halt gar nichts zu sehen. Ja. Außen auch nicht so. Außen ein bisschen die weiße Haut, hier an den Seiten keine weiße Haut. In dem Fall habe ich auch Glück, das ist eine Orange mit ganz wenig Kernen. Sonst würde ich die Kerne natürlich auch noch rauspulen. Seht ihr das, ja? Das ist also nichts, nichts zu sehen. Alright. Huck, vielen Dank für dein Haus. Ja, schönen guten Morgen wünsche ich dir auch, Huck. Hallo. Oliver schreit auch Hallo. So, jetzt schnell zu den Entenbrüsten. Da werden wir jetzt, glaube ich, die ersten aus der Pfanne nehmen. Bei der Gelegenheit rühren wir jetzt auch gleich nochmal in unserem Blaukraut. Das können wir vielleicht auch ein bisschen temperaturtechnisch runterdrehen, weil das müssen wir ja nochmal weich garen. Das gehört eigentlich nur erwärmt. Ein Tropfen Wasser vielleicht nochmal. Schreibt sie, hi Oliver. Kun, keine Ahnung, was Kun steht. Guck, für was steht K-U-N? So, jetzt werden wir unsere Entenbrüste eben rauslehnen. Habe ich hier ein Blech schon vorbereitet, dass da jetzt die nicht im eigenen Saft schwimmen, im Fleischsaft, der jetzt noch ein bisschen austritt gleich. So, und legen unsere, jetzt schauen wir gerade mal, wie das ausschaut. Wisst ihr was, das nehme ich jetzt gerade, das Fett, was ich hier habe, ja, was ich vorhin eben auch angesprochen habe, und schütte hier ein bisschen in mein Blaukraut rein, mache ich jetzt, damit es eventuell, wenn ich jetzt die nächste Runde auch noch da drin brate, mir nicht verbrennt. So, ich reibe jetzt die Pfanne auch ganz leicht aus. Und dann kommen da die nächsten gleich drei rein. Gibt dem Blaukraut nochmal einen ganz tollen Geschmack natürlich, dass das hier Entenfett. Und auch einen gewissen Glanz nochmal. Ja. So, 11:30, eine Stunde haben wir noch, oder eine Dreiviertelstunde eigentlich. Dann müssen wir so langsam los. Ah, benutzt man im Japanischen. So schreibt. Ja. Kennst du das auch, oder? Ja. Ah, Oliver kennt es eigentlich. Ah, okay, Huck. Dann lasse ich es mir bei Gelegenheit mal in einem Grundseminar von meinem Sohn erklären. So, mach hier wieder ein, zwei Tropfen Ölblass rein und dann gehen die nächsten Entenbrüste rein. So. Halt, wo habe ich es denn? Also, wie gesagt, aufpassen beim Einlegen. Ich verteile jetzt ganz kurz das Öl nur ein bisschen. Immer, wenn ihr dran denkt, größeres Stück Fleisch habt, wie gesagt, ganz gefährlich bei Schnitzel, legt es immer so ein. Nehme mal den Topf weg, erzählt das vielleicht besser. Legt es immer so ein, ihr fangt hier vorne bei euch an und lasst es dann eher so in die Pfanne fallen, dass wenn es spritzt und ihr erschreckt und das Stück Fleisch gleich fallen lässt, das Fett immer weg von euch spritzt als zu euch her, wenn ihr es eben so einlegt. So, haben wir unser Tablett auch umfunktioniert. Blitzen zu erklären. Ah, okay. Schau, wir lernen hier auch ein bisschen Japanisch. Ja? Schau mal an, nicht nur kochen. Danke, Huck. So, jetzt zu unserer Orangengeschichte da. Halt das eben nochmal hierher. Das ist ein bisschen daher. Die Soße kann, ja doch, darf man ein bisschen einköcheln. Was sagst du? Ich habe jetzt was gesagt, oder? Okay, so, so und so. Also jetzt schälen wir mal eine Orange normal. So, jetzt siehst du schon, Wenzel, ja, wenn ich eine Orange normal schäle, wie dann das Außen ausschaut, ja? Und das habe ich ja hier dann bei den Filets, wie ich, wenn ich so mache, wie ich es gezeigt habe, eben nicht. Ja. So.
Und jetzt ist es auch so, wenn ich jetzt das mit dem Messer machen möchte, so wie ich es gerade eben mache, ich sehe diese Silberhaut, wo ich einschneiden soll, ganz knapp links und rechts davon sehe ich gar nicht richtig. Ja? Also drum macht man das eben so, wie gezeigt. Ja? Es ist ja so, in der gehobenen Gastronomie, da legt man auch sehr großen Wert, wisst ihr ja bestimmt alle. Die Kamera hätte ich umschalten sollen. Kacke. Oh Mann, mache ich gleich nochmal. Die Bombe läuft. Das habe ich sie ja gezeigt und keiner hat es mitbekommen. Okay, also bei der nächsten zeige ich es euch gleich nochmal. Also bei der ein bisschen anspruchsvollen Gastronomie ist ja auch so, dass man ja immer auch fürs Auge mitkocht, ja, und drum ist es da dann eben so, dass man die Orange nicht von Hand schält, sondern so wie ich es mache. Aber ich zeige euch das bei der nächsten dann doch nochmal. Ich sage, ich schneide immer ganz knapp an der Silberhaut vorbei, wenn man die so nennen soll, kann. Ja, und dann kann man das so rauspulen, weil dann bleibt automatisch die andere Silberhaut stehen. Oder man macht halt wirklich diesen leichten V-Schnitt, um die Filets dann auszulösen, zu filetieren eben, heißt der Ausdruck, ja. Und generell macht man ja sowas auch mit einem sehr dünnen, schlanken Messer. Das ist dann auch schon dieses genannte Filetiermesser, ja, aber gerade jetzt hier bei Ding ist es jetzt nicht zwingend, dass es dieses klassische Filetiermesser ist. Ja, geht eigentlich fast in jedem Messer, sollte nicht zu groß sein, also von der Klinge her, sodass man halt auch die Orange noch gut sieht, ja, also wenn man damit arbeitet und nicht die Klinge so groß ist, und das von, wenn ich vor allem so arbeite, mir das alles verdeckt. So, das drücke ich wieder aus über meine Soße. Das war wieder klassisch Didi, gell? Irgendwas zu zeigen oder die Kamera herzudrehen. Ja, ob man das nochmal zeigt, das macht eigentlich genauso wie diese Orange, die Ananas zu schälen mit dem Messer. Ich erkläre das euch gleich nochmal. Ja, riecht schon gut, danke, freut mich. Genau, oder? Ich brauche einen Kameramann-Hook, brauche ich. Einen Kameramann, ja? Oder einen Regiemann, ja? So sagt es, ein Regie, der am Laptop sitzt und automatisch, wo ich hinlaufe, dementsprechend die Kameras schwenkt. Bitte. Ich stelle jetzt eine GoPro auf den Kopf. Eine GoPro, Junior schreit, eine GoPro brauchen wir. So, also, wenn jetzt hier, jetzt bin ich richtig, ja. Schlafmangel oder Bot gesteuert, ja. Wie wäre es mit einer Kamera-Lady oder eine Kamera-Lady, das nehme ich natürlich auch gerne. Irgendwas Hübsches fürs Auge, nehmen wir sehr gerne. Also, das wäre Ananas, ganz klar, ihr geht her, schneidet den Strunk runter, schneidet unten, hinten die Wurzel weg, ja. Und dann macht das erstmal genauso wie ich hier, ja. So schält ihr die Ananas. Jetzt kann man da, gibt es auch zwei Varianten, die Ananas. Man kann die Ananas ganz knapp schälen, dass man wirklich nur versucht, die Schale wegzunehmen. Dann ist halt das Problem, dass man diese kleinen Punkte, die er noch hat, sage ich mal, ja, kennt er ja jeder, die ringsum diese Punkte sind. Da gibt es dann aber auch eine nette Variante, ist zwar ein bisschen mühsam, aber schaut nicht aus, um die auch noch rauszubekommen, ohne zu viel Fruchtfleisch wegzuschneiden. Ansonsten kann ich natürlich auch beim Schälen einfach ein bisschen mehr von der Schale wegnehmen und dann sind automatisch diese Punkte da, die so im Fruchtfleisch ein bisschen tiefer sind, auch weg. Ja. So, jetzt zeige ich euch nochmal den Unterschied, warum man beim Filetieren die Orange nicht normal schält, was da der Unterschied besteht. Also. So, noch zu Ananas. So, jetzt wenn ich jetzt praktisch die Schale knapp geschält habe ich überall so im Kreis so Punkte.
Jetzt gibt es mal eine Variante wie so eine Schlange. Ich fange hier oben an und schneide ganz knapp an diesen Punkten so runter. Ja? So. Und das gleiche mache ich dann an der anderen Seite vom Punkt, schneide so praktisch wie so eine kleine Kerbe ein. Ja? Und das geht dann einmal rum um die Ananas und so schlangenförmig rum um die Ananas. Schaut schön aus und die Punkte habe ich auch heraus, ohne dass ich zu viel Fruchtfleisch wegschneide. Ja, aber das geht genauso mit der Ananas wie hier mit der Orange. Gar kein Problem, so mache ich das. So, Orange schälen jetzt da, dann sehen wir gleich den Unterschied. Oder das, was ich meine, was bei einer geschälten Orange eben anders ist. Ja. So. Jetzt habe ich hier die Orange, so schaut sie aus, wenn ich es dann schäle. Ja. So, jetzt muss ich schon mal anfangen. Sag, okay, dieses weiße Zeug hier alles, ja. Seht ihr, ja, das habe ich bei meinen Filets nicht, das will ich jetzt weghaben. Jetzt gibt es die Variante da, so, das so irgendwie mit dem Messer so leicht wegzupulen. Ja, aber so ganz richtig, dass alles weg ist, geht gar nicht. Ja. So, das ist praktisch der Punkt, ja, was gegen das Schälen spricht. Ja. Wir sagen ja, in der hohen, anspruchsvollen Gastronomie, also oh, toll, es hat super geschmeckt und es hat super ausgeschaut. Super ausgeschaut, dann ist es eben so, wenn ihr sagt, da legt nicht so einen großen Wert drauf, dann eben so, ja. Seht ihr dann, handgeschält, Messer geschält. Haben natürlich auch ein bisschen mehr Abfall, muss man ja auch schon sagen, ist klar. Aber das macht jetzt nicht so viel aus, dass wir sagen, wir brauchen annähernd die doppelte Menge an Orangen für das, was wir machen wollen. Aber genau so geht's, obwohl das so groß ist, geht's mit der Ananas genauso. Wir haben auch einen Stream, das könnt ihr euch anschauen. Da haben wir gemacht Apfelküchle, Ananasküchle. Von aus der Mango haben wir so Küchle gemacht. Und ich weiß nicht, gab es noch irgendwas? Apfel, Ananas, Mango. Und Banane, glaube ich sogar. Ja. Die haben wir so einen Bierteig rausgebacken. Und bei dem Stream habe ich gezeigt, wie man so eine Ananas eben schält. Ja. Jetzt muss ich hier mein Blaugrad ganz kurz rühren. Sonst haben wir hier der letzte. Angie, du kannst... Angie, sage ich schon. Na ja, wohl noch. Um 12 müssen wir die Mama wecken, Oliver. Mama! Um 12, nicht um 20. Ist schon auf. Ah, okay. So. Die Säure ablösen. Okay, da habe ich jetzt keine Ahnung dazu. Hunter 888. Hallo, schön, dass du vorbeischaust. Also das mit Säure, da habe ich gar keine Ahnung. Habe auch sowas noch nie gesehen, wie das industriell gemacht wird. Dass man so, wie das geschält wird. Also bei der Ananas glaube ich fest dran, dass das maschinell gemacht wird. Ja. Genau. So, jetzt filamentieren wir ja noch die Orangen und dann schauen wir gleich nochmal zu unseren Entenbrüsten. Also man schneidet eben so ein leichtes V links und rechts von diesen weißen Strichen, wo man es sehen. Ich sage jetzt einmal von diesem Haut einfach, ja, und pullt dann so die Orangenfilets raus. Also in der Lehrzeit mussten wir zum Beispiel auch so den Obstsalat machen, ja, wirklich mit diesen gefiletierten Orangen. Ist natürlich schon ein mordsmäßiger Zeitaufwand und natürlich braucht man auch schon ein bisschen mehr, je nachdem natürlich, was sie alles an Obst zur Verfügung hat. Also A, dauert schon mal länger, so eine Orange herzurichten und dann braucht man natürlich dementsprechend auch noch ein bisschen mehr, weil man doch ein bisschen mehr Abfall hat. Und den Saft, den kann man durchaus gleich dann direkt in den Obstsalat reindrücken, wenn ihr sagt, ihr macht Obstsalat oder so wie wir, den Saft von dem restlichen, von der restlichen Orange drücke ich dann eben jetzt gleich immer in die Bratensoße schon rein, um diesen Orangengeschmack noch ein bisschen zu intensivieren. Halt, das wollt ihr gleich in die Soße drücken. Oh,
Huck übernimmt mal das Dolmetschen für mich. Ja, danke. Flup. So, wir sind 14 Personen. Sollte jeder so 3-4 Filets haben. Jetzt sehen wir mal, dass wir einer rauskriegen, eins. Zwei. Drei. Vier. Na. Fünf. Sechs. Ist 7, 8, nicht so schön, 9, boah, im Gesicht gelandet, da ist ungefähr 10 Fehler, das ist einer, so, wir hatten glaube ich 4 Orangen, dann mache ich die 3 noch, halt, drücke ich doch wieder gleich den Saft in meine Soße. So, dann sind wir auch noch mal ganz kurz beim Herd, schauen uns die Entenbrüste an. Akta, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal bei Kochen mit Didi. So, ich schalte gleich mal um. Mein Englisch ist so gut, ja, yeah, I think so, I hope it. No, sorry, mein Englisch ist so bad. Ich wollte umschalten. Blub. So. Also, hier haben wir nochmal, wie gesagt, unser Blaukraut. Müssen wir immer zügig rühren. Da können wir jetzt noch einen Tick kleiner schalten. Auf 2 schalte ich zurück. Das haben wir ja schon vorbereitet gehabt. Das muss ich nur noch erwärmen. Es geht darum, dass wir eben für die, es noch nicht wissen, die später dazugekommen sind. Zweiter Weihnachtsfeiertag sind wir schon längere Zeit immer beim Bruder von meiner Freundin beim Essen eingeladen und wir teilen uns immer ein bisschen die Arbeit. Die Frau vom Bruder macht Suppe, dann gibt es glaube ich Kartoffelgratin, gibt es als Sättigungsbeilage dazu. Ich bringe das Blaukraut mit, das habe ich schon vorbereitet gehabt, mache es nur noch mal heiß und es gibt eben diese Flugentenbrust. Da haben wir jetzt schon die ersten angebraten und hier die nächsten, die wir dann vor Ort im Backofen, ist hier im Nachbarort gleich, im Backofen nur noch mal heiß machen müssen. Ja. Flugente, Unterschied zur Flugente, zu dieser normalen Bauernente, die man kennt, die man im Backofen schiebt, im Ganzen. Die Flugente ist eine Wildente. Man kann es jetzt hier noch mal gut auch am Fleisch erkennen, dass es wirklich viel, viel dunkler ist, wie dies von der Flugente, von der Bauernente. Und das Fleisch eignet sich auch zum Kurzbraten. Kurzbraten versteht man das, dass es in kürzester Zeit in der Pfanne verzehrfertig ist, also man überhaupt beißen kann, wobei bei der Bauernente es darum geht, dass man sie durchbrät und so lange im Ofen lässt, dass sie auch weich ist. Das haben wir hier nicht. Hier kann man es dann auch rosa braten und hier geht es jetzt nicht darum, dass es weich ist, weil sollte schon eine gute Qualität sein, dann ist es das auf jeden Fall gegeben. Hier müssen wir es nur auf den gewissen Garpunkt bringen. Ihr sagt, ja, magst lieber durch, dementsprechend länger in der Pfanne, Englisch dementsprechend kürzer. Generell macht man es eigentlich rosa. Ja, das ist jetzt der Unterschied nochmal zur Flugente, zu einer Ente, die ihr vielleicht zu Hause habt oder kennt. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, also zum Blaukraut nochmal, vorher ein paar Tricks gesagt, ja, was man, wie man so ein Blaukraut, also wenn man jetzt sagt, so viele Mühe möchte man sich, kann ich gar nicht machen, habe den Platz nicht, die Zeit nicht. Es muss jetzt nicht unbedingt ein frisches Blaukraut sein, wie ich hier das gemacht habe, sondern man kann so ein servierwertiges Blaukraut aus dem Glas kaufen und das einfach pimpen. Also generell koche ich es 1,5 Stunden noch, wenn es viel zu hart ist. Gebe zum Kochen noch ein bisschen, 1-2 Löffel, je nach Menge, Preiselbeeren dazu, mache ein bisschen Salz dazu, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen gekörnte Fleischbrühe mache ich noch dazu.
wenn ich habe Entenfett von den Enten, das es irgendwann mal gab, in dem Fall nehme ich hier, weil ja auch eine schöne Fettschicht da ist, habe ich jetzt hier schon ein bisschen von dem Bratensatz mit hingeschüttet. Und da koche ich es einfach weich, schmecke es nochmal ab und zum Schluss, also immer müsst ihr natürlich Wasser dazugeben, weil die Feuchtigkeit, die im Kraut dabei ist, die reicht uns nicht aus, natürlich das 1,5 Stunden nochmal leicht köcheln zu lassen, sondern immer Wasser noch ein bisschen zugeben, aber macht es schrittweise, nicht, dass ihr nachher zu viel Wasser dort habt und sagt, ihr wisst nicht, was er macht. Auf jeden Fall zum Schluss binde ich es immer noch ein ganz kleines bisschen, wobei natürlich beim Binden auch aufpassen, dass er nicht zu dick bindet. Mache ich immer mit einer Kartoffelstärke oder Maisstärke, da das sehr schnell geht. Und natürlich, bevor es bindet, solltet ihr dann schauen, dass ihr wirklich nicht mehr viel Flüssigkeit drin habt. Wenn er jetzt sagt, oh Mann, jetzt habe ich noch so viel Wasser drin und es ist eigentlich servierfertig, dann gibt es einen Trick. Ihr nehmt ein Sieb, zeige ich euch auch schnell, Sieb zur Hand, Sieb. Ist es in der Maschine? Ja, da ist es, genau. Wenn ich jetzt beim Kochen vom Blaukraut zu viel Flüssigkeit drin habe, was er dann auf jeden Fall nicht machen sollte, ist einfach mit dieser vielen Flüssigkeit abbinden, weil das ist ja auch dann, wenn ich dann gleich viel Wasser und Kraut habe, ist ja auch nichts. Also ihr nehmt ein Sieb, das drückt ihr ins Blaukraut rein und dann läuft innen drin das Wasser zusammen. Dann nehmt ihr einfach eine zweite Kelle und dieses zusammengelaufene Wasser könnt ihr so rausnehmen und wegschütten. Dann habt ihr wieder ein Kraut, wo sagt, okay, Wasser, Feuchtigkeit zum Krautverhältnis passt wieder. So. So, jetzt probieren wir mal unser Blaukraut. A, ob es schmeckt, ob es noch schmeckt und B, ob es heiß genug ist. Ja. Dann können wir nämlich auch wieder das ein bisschen zum Teil eventuell ganz vom Herd nehmen. Seht ihr auch? Also gewöhnt euch das vielleicht auch an, wenn ihr gern kocht und auch ab und zu oder mehr auch immer wieder Gäste habt. Lass uns dann probieren, immer 2 Löffel nehmt. Ja, ganz kleines bisschen noch, dass ein bisschen heißer wird. Warum 2 Löffel? Okay, kennt ihr ja, man probiert, wieder rein. Ist ein bisschen unästhetisch, ein bisschen eine Hygienegeschichte. Also habe ich immer 2 Löffel. Einen nehme ich raus zum Probieren. Und einen nehme ich immer, wo ich es dann in den Mund schiebe. Dass ich nicht ständig Löffel brauche und auch weiß, welcher Löffel was war, lege ich mir dann immer so hin. Den Löffel, den ich im Topf habe, zeige ich im Stiel nach rechts, weil den nehme ich immer in die rechte Hand. Den Löffel, wo ich in den Mund nehme, habe ich immer in der linken Hand und lege den Stiel links. So, wenn ich jetzt meine Löffel suche, greife ich automatisch so schon wieder hin, rechts, dass ich die passenden Löffel wieder richtig in der Hand habe. Also Blaukraut braucht noch ein bisschen. Die Enten können jetzt wieder ganz kurz alleine ein bisschen braten. Beziehungsweise habe ich hier noch so ein bisschen Abschnitte. Die gebe ich jetzt hier einfach mit dazu. Können auch noch ein bisschen ausbraten, geben an das Fett auch noch ein bisschen Geschmack ab. Wo ich nachher entweder, muss ich nochmal schauen, ein bisschen das ans Kraut gebe oder das Fett.
Und geht's wieder. Danke nochmal. Ton weg, ja. Sorry, passiert ab und zu mal und ich merke es nicht gleich. Und dann vor allem, wenn ich dann gerade einen Chat nicht beobachte, ist doppelt doof. Ja? Na, nein. Okay. Passt wieder. Das wäre mal cool, ja. Gibt es ja mittlerweile gewisse Geräte, die sagen, ja, gibt es vor allem so, Sie kennen das über diese Bluetooth-Lautsprecher, so kleinen. Da kenne ich zum Beispiel von einem, der meldet sich eben, Akku ist gering oder sowas, ja. Wäre doch mal eine Sache, gell? Ah ja, ich wollte euch dann, genau. Wer eben das in den rosa Pfeffer nicht kennt, diese rosa Beeren, sagt man auch, das ist also alles das gleiche Pfefferkorn, nur in einem anderen Reifestatus, Stadium und dementsprechend auch geschmacklich ein bisschen anders. So schaut eben jetzt der rosa Beeren aus. Die sind extrem weich, ja, also nicht jetzt mit dem klassischen Pfefferkorn in dem Sinn zu vergleichen. Pfefferkorn ist ja richtig hart, ja. So eine rosa Beere kann man eigentlich zerdrücken, ja, ziemlich mit der Hand schon, ja. Wenn ihr aber seht, da fallen hier dann schon diese Blätter. So, also das ist, weil so jetzt, wenn man es praktisch, diese Soße könnte man mit schwarzem Pfeffer nicht machen, weil der eben viel zu hart ist. Wenn ihr eine Pfeffersoße machen wollt, dann muss es immer entweder grüner Pfeffer sein oder sowas. Die sind meistens luftgetrocknet oder irgendwie, dass sie eben weich sind. Weil Pfeffer, eine Pfeffersoße, wo ihr sagt, ich schütte da Pfefferkörner rein oder gemörserte Pfefferkörner, auf den werdet ihr immer rumbeißen. Also empfiehlt sich immer, sowas oder klassisch macht man es eben mit diesem grünen Pfeffer. Wobei, gibt es auch in so nette kleine Gläser und dann gehe ich immer noch her, nehme ein bisschen, das ist eingelegt von dem Saft und gebe auch noch ein bisschen Saft immer mit in die Soße. Nee, das ist eigentlich deutlich milder, ja. Das ist was ganz Mildes, ein ganz eigenes Aroma. Ich kann es jetzt gar nicht so erklären. Ein bisschen was Fruchtigeres, sage ich mal. Und also es hat jetzt mit diesem Pfeffer, wie man es kennt, oh, das ist scharf, eigentlich gar nichts damit zu tun. Es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Ich muss zu meinen Enten gerade mal schauen. Mir ist dieses Bratgeräusch ein bisschen zu leise. Ich glaube, ich muss den Herd ein bisschen höher drehen. Ja, ein bisschen höher, dafür Blaugrau nochmal einen Tick runter. Das ist dann auch schon ein paar Minuten noch, dann ist unser Blaukraut heiß. Es geht ja nur, dass es heiß ist und eventuell dann nochmal nachzuschmecken, ob es schmeckt. So, dann geben wir jetzt auch nochmal, schalte dazu um schnell, Sahne jetzt an unsere, beziehungsweise probieren wir es jetzt erst, unsere Bratensoße nochmal. Nee, Huck, wir haben hier oben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hier oben haben wir das mit dem Pfeffer kurz besprochen. Ich weiß nicht, wer Wenzel war es, glaube ich. Wenzel, wenn du den Link noch hast oder das Kopierte, kopier es vielleicht nochmal in den Chat rein, damit es für jeden nochmal klar ist. Genau, wir haben Wenzel hat es, glaube ich, irgendwo nachgelesen im Netz. Na, wenn du den Text vielleicht nochmal hast, ja. So in der Schale der Pfefferbeere, genau, Beeren, schau, also dieser Rosa wird dann eher als Beere betitelt, also nicht mehr, es ist zwar alles das Gleiche, aber es ist halt immer in einem anderen Reifezustand, die, beziehungsweise Schwarz und Weiß haben den gleichen Reifezustand, nur dass der Weiße eben ein paar Tage im Wasser liegt, damit er anschließend geschält werden kann. Max, einen wunderschönen guten Morgen. Wolverino, ein wunderschönes Weihnachtsfest wünsche ich dir auch. Aber bitte gerne. Guck. Das finde ich toll, wenn wir immer solche Sachen im Chat diskutieren. Genau, deswegen macht mir das auch so Spaß. So, haben wir hier unsere Enten. Mache hier mein Fett nochmal. Also die Abschnitte, die auch ein bisschen schön gleichmäßig angebraten werden, um ein bisschen Aroma an unser Fett abzugeben. Das wir dann eben weder ins Blaugraut noch oder in die Soße. So, hier ist unsere Bratensoße, die wir eben brauchen. Da brauche ich jetzt leider einen zweiten Löffel, damit ich kein Blaugraut da reinbringe.
So, die probiere ich jetzt auch. Hat schon so ein leichtes Orangenaroma, weil wir ja immer wieder von den Orangen, die wir filetieren, das restliche noch schon in die Soße eindrücken. Wir würzen das ganz leicht, beziehungsweise würzen wir jetzt erstmal gar nichts. Wir geben Sahne hinzu. Welche Flamme habe ich hier? Halten wir es ein bisschen höher, dass die Sahne ein bisschen einköchelt. Ah, okay. Pulverin, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen hier auf dem Kanal bei Kochen mit Didi. Okay, also wird der Ding doch ein bisschen eher geerntet. Ich war immer der Meinung, dass die gleichzeitig geerntet werden und eben dann da ins Wasser. So, haben wir noch ein bisschen mehr Sahne. Ach. So. Schauen wir mal. Jetzt habe ich höher gedreht. Hoffe, war richtig. Jawohl, schaut gut aus. So. Hier. Ach, die dürften jetzt auch fertig sein. So, unser das Fleisch lassen wir noch ein bisschen weiter brutzeln, weil praktisch das Fett werden wir dann noch an unsere Soße geben, um noch ein bisschen Entenaroma eben auch an die Soße zu bringen. Da, Rensen! Schön, dich zu sehen! Hallo! Unser Topf, ja, das werden wir dann ein bisschen nachher nochmal zeigen. Klar, ist von der Kamera schwierig, wenn ich zu stark neige, dann sieht man von mir zu wenig oder nur Unterkinn. Ja, mache ich es eben ein bisschen höher, sieht man von mir mehr, nur im Topf nicht ganz so viel. Das ist immer so ein Kompromiss. Wollt ihr mehr Topf sehen, mache ich die Kamera ein bisschen weiter runter. Wollt ihr ein bisschen von mir mehr sehen, Kamera wieder ein bisschen höher. Ja. Ich hoffe, das ist vielleicht so gerade so ein Kompromiss, wie wir es jetzt gerade haben. Wobei natürlich die Pfanne jetzt im Augenblick ganz schwer zu sehen ist, weil eben das Blaukraut davor steht. Aber das ist jetzt auch dann gleich fertig. Das halte ich hier im Backofen warm. Das leere ich jetzt gleich um. Jetzt probiere ich es nochmal ganz kurz und dann leeren wir das Blaukraut um. Dann haben wir auch schon mehr Sicht wieder auf diese Sachen hier. Ja. Ich finde es wunderbar so. Jetzt habe ich einen mit Halbbehälter. Der mit der Soße schiebe ich dann auch gleich. Jetzt, wenn wir das Blaukraut weg haben, werden wir das mit der Soße ein bisschen zentraler schieben. Mein Behälter, wo ich das Blaukraut mache, wasche ich jetzt gerade ein bisschen mit heißem Wasser aus. Damit mir das Blaukraut jetzt auch nicht noch durch den Behälter, weil er ein bisschen kühl ist, abkühlt. So. Geht jetzt hier mein Blaukraut rein. So. Deine Mutter hat den Grünkohl versaut. Okay, das ist leider ein Stück, Wenzel. Ob ich das mal kurz schaffe, weiß ich nicht. So. Also jetzt stellen wir den Soßentopf hier her. Kann ich hinten ausmachen. Hier müssen wir dann ein bisschen mehr Gas drunter machen. So, das ist jetzt unser umgefülltes Blaukraut. Das mache ich hier einfach bei 80 Grad. Im Backofen hält da wunderbar warm. So.
Das lassen wir ein bisschen brutzeln. Die Soße darf noch ein bisschen einreduzieren. Und dann werden wir auch die Soße fertigstellen. So, jetzt machen wir noch die letzten Orangen. Was ist denn passiert, Renzen? Wie fern hat sie denn versaut gleich den Kohl? So, haben wir hier die letzten Orangen, die wir noch filetieren wollen. So, ich habe jetzt, ist es kurz nach 12, ja, Viertelstunde, 20 Minuten, sollte ich dann auch fertig sein. Müsste zu schaffen sein. Wenn ich jetzt hier ein bisschen die Schlagzahl erhöhe. Wir sollten so halb eins da sein. Aber werden wir nicht ganz schaffen. Mit leichter Verzögerung. Wir fahren gute 10 Minuten. Naja, passt schon. Ja, das ist beim Grünkohl also extrem die Gefahr. Vor allem, es gibt ja Leute, kenne ich selber auch, oder mache ich ab und zu auch, wenn ich Grünkohl mache, die kochen die Kartoffel im Grünkohl mit. Und dann ist die Gefahr schon sehr groß, ja, dass also noch größer wie sonst, dass eben der Grünkohl anbrennt. Das ist, da muss man wirklich extrem drauf achten. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr es gemacht habt, Rensen, eben ihr auch gleich die Kartoffeln mitgekocht habt. Also eigentlich gibt es jetzt im Grünkohl immer Kartoffeln dazu. Grünkohl-Pinkel, so kenne ich das. Das ist so die klassische Variante, glaube ich. Und eben Kartoffeln und viele garen eben die Kartoffeln schon im Grünkohl mit. Und da, also, ja. Und also als Tipp gilt auch so, sobald ihr merkt, ja, dass euch was angebrannt ist, ja, am Boden, ja, dann solltet ihr sofort hergehen, ohne weiter groß rumzurühren, ja, und sagen, rühren, ja, ist es fest angebrannt, ist es wenig angebrannt, ich rühre ein bisschen, versucht es am Boden zu lösen und rühre, sagt, ah, jetzt ist es nicht mehr angebrannt, also ich merke, weil am Boden nichts mehr hängt, und dann probiere ich und sage, jetzt schmeckt alles angebrannt. Sobald ihr merkt, dass es angebrannt ist, einfach sofort einen anderen Topf nehmen, das umleeren, ohne unten zu kratzen, dann könnt ihr oft Glück haben, dass es zwar angebrannt ist, aber das Aroma von dem Angebrannten noch nicht in eurer Soße, in eurem Grünkohl verteilt ist. Also wirklich denkt dran, nicht mehr rühren, sondern sofort umleeren. So, jetzt schalte ich meine Pfanne mit dem Fett aus. Drücke hier gerade nochmal eine Orange in meine Soße, die ich gerade filetiert habe. Ah, Klöße macht dazu. Knödel, also das kenne ich noch gar nicht. Also ich kenne hauptsächlich Grünkohl. Ja, ich habe sie hier schon aus München gekannt, so, aber wir haben sehr gute Freunde an der Nordseeküste und da wird es auch sehr oft gegessen. Da gibt es auch zum Beispiel Grünkohl satt. Machen die da immer wieder mal so in den Wintermonaten. Kann man Grünkohl so viel essen. Satt heißt dann einfach so viel essen, wie man möchte. Und daher kenne ich es eigentlich nur mit Kartoffeln. Also mit Knödel habe ich es ganz ehrlich noch gar nie gesehen. Ich selber wäre jetzt auch gar nicht auf die Idee gekommen. Naja, aber so ist es halt unterschiedlich, ja. Ihr gibt ja auch, dass ihr in Ostdeutschland macht ihr auch, glaube ich, diese grüne Klöße oder sowas, ja, wo ich immer noch nicht genau weiß, was diese grüne Klöße sind. Da. Ich hatte zwei Lehrlinge in der Zeit, wo ich ausgebildet habe. Die kamen aus dem Osten. Und die haben immer was von grünen Klöße erzählt. Da mir auch nicht ganz klar ist, was grüne Klöße sind. Bitte. Warum die grün genannt werden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Knödel dann wirklich, wenn sie fertig sind, grün sind. Also da muss irgendwo... Ja, genau, grün. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jemand... da kommt nicht sowas rein. Nee, Rensen, gar nicht. Jetzt wird auch ganz, also ich muss auch sagen, du findest hier auch fast nirgendwo in Restaurants oder so, wo das angeboten wird, Grünkohl. Also das gibt es hier, also man muss sagen, das gibt es in Bayern nicht, Grünkohl, das kennt man nicht. Also mittlerweile kennt man es natürlich schon, aber du kriegst es hier im Einzelhandel hundertprozentig auch zu kaufen, ja. Aber dass es irgendwo gibt an Weihnachten, habe ich noch gar nie gehört, bitte. Gar nicht. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das jemand irgendwie jetzt bestätigen kann mit den grünen Klöße, dass das bei euch, das in den neuen Bundesländern eben diese grüne Klöße schon da und da
Kennt es jemand, grüne Klöße? Das hat jetzt auf jeden Fall nichts damit zu tun, dass der Spinat rein ist oder weil die Klöne... So, das stellen wir jetzt mal schon mal weg. Die letzte Orange. Nee, also da ging es nicht um Thüringer. Also die kamen so in der Richtung, die der eine Lehrling so Richtung aus dem Blauen. Blauen heißt es ja. Genau, ich weiß jetzt leider nicht, was für ein Bundesland das ist. Und der hat immer was von grünen Klöße erzählt. Der. Und dann hat er auch was erzählt von Plinsen. Ja? Ah, da, grüner Kloß, dann ist es doch der Thüringer Kloß, ja, grüne Klöße, genau. Das ist es, genau, was hier Norbert postet. Vielen Dank, ja. Okay, ich habe eben nur den Ausdruck grüne Klöße gekannt und nicht Thüringer Klöße, ja. So, und was schreibt jetzt Wikipedia? Handgeformt aus 2/3 roh geriebenen und 1/3 zerkochten Kartoffel. Also das Grün bezieht sich bestimmt als Hintergedanke auf roh, ja. Weil es eben roh ist. Es ist noch grün. Also der Apfel, ja, der ist noch grün, er ist noch nicht reif. Rohe Kartoffeln sind eben nicht gegart. Das bezieht sich bestimmt die grüne Klöße auf die nicht gegarten, also auf die rohen Kartoffeln. Deswegen ja, heißen die in dem Fall bestimmt grün. Und hat eben, wie gesagt, nichts mit der Farbe zu tun, weil das jetzt da gibt es in der Küche ein paar so Sachen, die sich darauf beziehen, dass man, wenn irgendwas nicht gar ist, nicht reif ist, eben, obwohl nicht die Farbe im Spiel ist, irgendwie als grün genannt wird oder so, ja. So, Orangen reichen jetzt dicke, denke ich. Da werden wir jetzt nur den Saft, der sich mittlerweile gesammelt hat. Plinsen, genau, Rensen kennt Plinsen auch. Das sind so eine Art Pfannkuchen, glaube ich, gell, wenn ich es richtig im Kopf habe, was der Lehrling erzählt hat. Es ist ja auch schon viele, viele Jahre her. So, wir schütten genau jetzt ein bisschen noch den Saft, den ich hier habe, mit zu unserer Soße. So, die Orangen nehmen wir dann so mit, wie ich sie habe. Die machen wir dann nur zum Schluss wieder, entweder legt man es direkt aufs Fleisch oder eben ganz, ganz zum Schluss die Filets in die Soße. Dann sollte man auch nicht mehr groß rühren, weil die sollten so gut wie möglich dann eigentlich die Größe behalten und nicht so zerfallen als reines Mousse. Das ist eigentlich nicht erwünscht dann bei unserer Soße. Also verpacke ich hier schon mal unsere Orangenfilet, stelle es dahin zum Mitnehmen. Zack, so, das gleiche gilt für die rosa Beeren, sprich für unseren Pfeffer. Den nehmen wir auch so mit. Der wird dann auch ganz zum Schluss erst in die Soße eingestreut. So, jetzt haben wir hier noch unser restliches Entenfett. Ich würde nur schauen, ob das hier eventuell leicht angebrannt ist oder verbrannt ist. Das möchte ich nicht in meiner Soße haben. Das probieren wir doch jetzt einfach auch ganz kurz. Ja, aber aufpassen, das könnte schon gut heiß sein, aber Farbe ist noch sehr hell. Also dürfte das gar kein Problem darstellen. So, da haben wir wiederum ein bisschen Aroma dann für unsere Soße. Oh, warum ist denn der Löffel so heiß? Jetzt möchte ich, dass nichts reinfällt. Guten Morgen. Kannst rein, Kamera ist auf der Seite. Da bin schon so in Endzügen. Blaukraut ist schon im Ofen fertig, die Enten sind fertig gebraten. Jetzt geht es, Filets sind fertig, die Orangenfilets. Jetzt geht es nur noch, hier um die Soße fertigzustellen. So, genau. Jetzt haben wir auch. Waschbecken türmt sich langsam immer höher. So, hier können wir ausmachen. Zack. Hinten können wir ausmachen, zack, Backofen lassen wir noch ein bisschen weiterlaufen. So, jetzt werden wir unsere Soße fertigstellen. Angie schreit Huck, ja, sagst mal guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen an alle. Ja, genau. Ja, guten Morgen ist gut, meint sie. Angie, und ein Herzl schreibt sie, schau die Hucke. Du. Also. So, jetzt geht es um die Soße zu probieren. Da habe ich schon irgendwo den Löffel, nehme ich weg vom Blaukraut. Nehme hier meinen Fettlöffel, der passt hier wunderbar. So. So,
Die darf jetzt noch ein ganz kleines bisschen kräftiger werden. Ja, dazu nehmen wir unsere Pfeffermühle, unsere Chili-Mühle. Da habe ich so Chili-Flocken drin, die dann hier eben so ein bisschen gemahlen werden. Haben wir eigentlich ein Portwein im Haus? Wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch, haben wir sogar. Hier zum Verfeinern von der Soße könnt ihr auch wirklich, wenn ihr das mögt, ja, ein bisschen zum Schluss einen Schuss Portwein hingeben. Gibt der Soße nochmal so. Portwein ist ja so ein bisschen süßlicher Wein, sage ich mal, ja. Und der passt zum Beispiel in ganz viele Soßen, passt es sehr gut an, ja. Jetzt hätte ich ausgeschlafen. Guten Morgen, schau, die begrüßen dich auch alle mit guten Morgen. Der Christian, der sagt auch guten Morgen, der ist auch da. Guten Morgen, schreit sie aus dem Hintergrund. Ja, Chefin ist so eine absolute Langschläfer. Also die kann da 10, 12 Stunden am Stück durchschnarchen. Das kann ich gar nicht. Also im Bett mal so 10 Stunden sein, wobei ich da schon mal eine Stunde oder so eineinhalb wach bin, geht. Aber so wie sie mal wirklich 10 oder 12 Stunden durchzuschlafen, gar nicht dran zu denken. So, ich glaube der Portwein, ja, okay, hast du da was? So. Gerade an dunkle Bratensoßen nehme ich dann auch oft gerne immer noch meine Fleischmischung für Universal-Fleisch-Würzmischung, die ich mir ja selber mische, noch her. Würze da gerne noch ein bisschen nach. Wow, 4-Stunden-Hook. Ja, hallo, was ist denn da los, du? Und dann bist du dann trotzdem schon auf. Musstest du aufstehen dann oder wolltest nicht mehr im Bett bleiben oder wolltest mir zuschauen? So, dann mache ich jetzt hier noch ein ganz kleines bisschen Worcester hin. Kennt bestimmt auch jeder von euch. Das passt gerade zum Soßen, wenn ihr das Gefühl habt, ja, ein bisschen könnte noch irgendwas hin. So, und jetzt werden wir das Ganze ein bisschen andicken. Eben mit Maisstärke, Kartoffelstärke. Glaube ich. Hast du was gefunden oder was? So. Wo kennt man die Soße dann umleeren? Wir wissen, das läuft im Auto nicht aus. Hast du das Problem, dass du so neu friemeln müsst? So, dann was wir jetzt noch an die Soße machen, deswegen hier unser Gitter. Hier diesen Fleischsaft von den Enten. Das Handy hat geklingelt und dann ging es nochmal, okay. Einerseits sitzt es seit um 7 Uhr auf der Arbeit rum. Oh Mann, hier, oh Gott, Wenzel. Arme Sau hier. Also ich habe ja auch, gestern war mein erster freier Tag im Dezember, sonst war ich ja Wochenende, deswegen habe ich am Sonntag, den letzten Sonntag nicht streamen können. Auch jeden Tag, jeden Samstag, jeden Sonntag von und früh, kurz nach 8 Uhr habe ich das Haus verlassen und um 23 Uhr war ich dann zu Hause und dann von Montag bis Freitag meine normale Arbeit noch. Ein, zwei Mal am Abend hatte ich dann auch noch irgendwo anders noch ein Engagement. Hä? Ja, okay, war der echt so weit da rüben? Ich habe es gar nicht gemerkt, jetzt habe ich es gerade aber gesehen, wo du es angesprochen hast. Okay, boah Leute, die müsst ihr jetzt probieren können. Also jetzt haben wir leider kein Portwein gefunden, das wäre noch das i-Tüpfchen gewesen. Na, da habe ich nicht geschaut. So, jetzt das Ganze noch ein bisschen andicken. Dazu, warum habe ich jetzt das auch schon ausgeschalten? Das darf man noch gar nicht ausschalten, müssen wir mal höher drehen. Ganz jetzt noch ein bisschen andicken. So langsam kommen wir dann auch schon zu Ende. Haben wir Portwein gefunden? Ja, Leute, genau. So, jetzt zum aller Schluss mache ich einen schönen Schuss Portwein rein. Mir fehlt doch noch ein bisschen, ganz kleines bisschen Würze an der Soße. Das mache ich jetzt noch ein ganz kleines bisschen gekörnte Brühe hin. So. Also. Ja, der wird ja auch nicht getrunken, der kommt an die Soße hocke. So, wir brauchen Mondamin. Das muss mit ein bisschen Flüssigkeit angerührt werden. Man braucht ca. 30 Liter, man braucht ca. 30 Gramm
um 25 Gramm im Liter anzudicken. Man muss ein bisschen mit Mondamin, das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass die Bindung nicht sofort entsteht zu 100%, wenn man es einrührt, sondern die richtige, endgültige Bindung kommt erst leicht zeitversetzt. Das sagst du jetzt. Nein, Huck, das sage ich nicht jetzt, sondern das ist so. So, also hier ein bisschen kaltes Wasser rein. Oh, die Schublade nervt auch, du. Also wir würden so gerne eine neue Küche haben, aber das Problem ist halt das. Also die ist auch schon gebraucht. Irgendwann mal haben wir die irgendwo, ich weiß nicht, glaube ich, in Nürnberg gebraucht, abgebaut, ummodelliert, umgeschnitten, umgesägt und hier eingebaut. Groß und Ganzen ist sie schon okay, aber man hält gerade immer mal was Neues, klar. Aber hier in der Wohnung werden wir auf jeden Fall ausziehen, sobald Oliver aufs Haus verlässt, ja, und dann jetzt hier noch so eine große Küche zu installieren, wäre eigentlich dumm, ja. Was ist los? Wer weiß, was los ist, wenn der S-Stream aus ist? Was ist S-Stream? S-Stream aus ist. Ja? Was ist los, wenn der Stream aus ist? Ach so, jetzt komme ich erst mit, Hooker, was du meinst. Was dann passiert, meinst du, flaschentechnisch? Guck mal, irgendwie ist hier auf meinem Laptop der Stream abgekackt, oder? F3, glaube ich. Ja. Ich kann Küchen von IKEA nicht empfehlen. Ja, also ich habe auch ganz, also wie gesagt, hier, das ist, wir haben ja verhältnismäßig große Küche, ich sage jetzt mal bestimmt, ja, 14 Gramm Quadratmeter hat die bestimmt. Wir haben ja gestern eine Room-Tour gemacht in der Küche, ja. Zu viel an Wein gedacht. So, wo habe ich jetzt mein Mondamin? Das muss ja noch ein bisschen heiß. Ah, jetzt fängt es an zu köcheln. Können wir es abbinden. So, Angie, wie ist denn das mit dem, darf man da überhaupt Wein reinschütten? In unsere Soße? Eher nicht, oder? Na, da habe ich noch nicht drin. Okay, so. Der Junior ist fertig. Angezogen. Nochmal ein bisschen Soße, darf nochmal ein bisschen nachwürzen. So. Sehe ich hier, da kann ich was herklicken, wegklicken, was ist da? Genau. So. Also, jetzt schauen wir mal, ob das von der Bindung her reicht dann. Ja, ich würde vielleicht noch ein Stück reinmachen. So, die Orangen und den rosa Pfeffer schmeiße ich dann rein, wenn es heißt, wir wollen jetzt gleich essen, dann schmeiße ich wirklich ganz kurz zuvor den rosa Pfeffer rein und die Orangenfilets rein. Könnte man trinken. Boah. Ich finde immer sowieso, die Soßen ist eigentlich mit dem Fleisch mit das Wichtigste. Ja? Dass die Soße gut ist und dass man halt das Fleisch halt die Qualität hat, dass man es essen kann. Finde ich persönlich so mit am... Ja, wir haben auch... ich sage jetzt, ich weiß nicht auswendig, die älteste Tochter ist um Oliver sein Alter und die jüngere ist, glaube ich, 3-4 Jahre jünger. Ja, ist halt so. Also, so. Noch ein kleines bisschen dicker, weil bedingt natürlich durch die Orangenfilets immer noch ein bisschen Saft mit dabei ist, das Ganze noch ein bisschen dünner wird. Also können wir hier jetzt das dafür ein bisschen dicker machen. So, wir wollen jetzt echt eine Flasche umleeren, oder wir nehmen es in den Topf mit Deckel. Okay, noch nie so eine günstige und problemlose aufbaubare Küche wie IKEA erlebt. Und das Schöne ist, wenn man eine die Front mal... Ah, okay, dann klar, kann man über alles super auswechseln. Eine Hand. Hallo, ja genau, weißt du, das wieder der Junior macht sich wichtig, aber dass er mal reinschaut und sagt, guten Morgen, hallo, schöne Weihnachten, frohe Weihnachten. Da, ja genau, man hat nur gerade gesagt, man hat eine Hand gesehen. Mhm.
Er hat gewinkt, sagt er. So. Also, wie geht weiter die nächste Zeit? Ja, wir haben einen Silvesterball, Silvesterparty, die wir selber catern. Wenn das mit dem WLAN klappt, würde ich das streamen. Das würde dann FWL am Samstag und am Sonntag sogar sein. Am Sonntag dann vor Ort aus dem, der Frau ihrem Food Trailer, wie wir da gewisse Sachen machen. Und tagsüber, wenn es klappt, mit dem WLAN die Vorbereitung. Und FWL, je nachdem, weiß nicht genau, wie wir kochen, FWL am Samstag auch. Sonst werden wir nächste Woche oder diese Woche, wir haben ja schon Montag, auf jeden Fall am Freitag streamen, 18 Uhr. Was es gibt, weiß ich noch nicht. Vielleicht streame ich da auch irgendwo schon was, das wir hernehmen oder wollen dann, für zum Beispiel jetzt Kräuterbutter, weil wir werden Steaks grillen unter anderem. Ja, genau, weiß ich eben nicht, was ich genau streame. Oliver ist mega happy, ja klar, der hatte, wurde mit Geschenken überschüttet. So, Konsistenz stimmt fast. Wie gesagt, die darf ein bisschen dicker sein, weil wir ja dann die Orangen zugeben. Oh, ich gebe hier alles einfach. Die Orangen zugeben und durch das, dass sich ein bisschen verdünnt, die Soße. Es wäre cool, wenn ihr dann kurz noch im Stream bleibt. Ich würde euch irgendwo weiterhosten. Ansonsten, wenn wir uns nicht mehr sehen sollen, noch schöne Feiertage. Einen super tollen Rutsch, dass das auch, was ihr euch vielleicht fürs neue Jahr vornehmt, so lange wie möglich durchziehen könnt. Ansonsten würde mich freuen, wenn wir uns eben am Freitag wiedersehen. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen, bedanken für die Hosts, für die Abos, für alles, was passiert ist. Für die Leute, die ich jetzt vergessen habe zu begrüßen, sei mir verziehen. Ab und zu verpasse ich halt auch ein bisschen, was, im, was er bekommen hat. Er hat bekommen ein Headset und ein Curve-Bildschirm gab es zu Weihnachten. Ja, wie gesagt, wer ein bisschen mehr über mich wissen will, beziehungsweise heute auch zum ersten Mal dabei ist, über einen Follow würde mich wahnsinnig freuen. Wenn er das macht, verpasst er keine Stream mehr, da ihr per E-Mail benachrichtigt wird, wenn ich live bin. Ansonsten, wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, einfach runterscrollen, gibt es einen kleinen Lebenslauf, über meine Arbeit ist ein bisschen was, könnt ihr ein paar Bilder anschauen. Ihr könnt auch das Hardware anschauen, was ich im Einsatz habe zum Streamen. Wer öfters bei Amazon einkauft, gibt es einen Link hier. Wenn ihr über den Link einkauft, unterstützt dann den Kanal ein bisschen. Bei euch bleibt es von der Summe her gleich. Es wird nicht teurer in dem Sinne. Würde mich auch wahnsinnig drüber freuen. So. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Reinschauen. Einen schönen Tag noch. Wäre nett, wenn ihr noch kurz bleiben würdet. Ich würde euch weiter hosten. In diesem Sinne, haut's rein. Danke. Pfiat euch. Servus. Oliver hat gekreischt, ja genau. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, wen ich euch, wo ich ihn euch gerne schicken würde, wollte, sollte. Augenblick bitte. Ah, jetzt bin ich gerade leider schlecht vorbereitet, was das Hausen betrifft, aber wir haben es gleich. So, schauen wir mal, wer da ist. Vom Team bin ich der Einzige, der gerade streamt. Ja. So, jetzt schalte ich mir kurz auf meinen Kanal, wer von meinen Favoriten live ist. Ja, also außer Hook niemand online. Ja, Hook ist aber nicht am Streamen, oder? Wen könnte man da weiterschicken? Ja, wer ist denn da? Niemand, oder? Schickt man ihm hier. Also auch jemand, der hier neige, der eine oder andere kennt dann den vielleicht. Der streamt World of Warships, was ich auch öfters spiele. Ja. So, wisst ihr, welche Kamera ich habe? So, ich brauche jetzt hier meinen Streamlabs-Chat. So, jetzt. Ich bin fehl ein zum Hosten, / Host. Neige. So. Genau. Ey, Eka Chico, grüß dich. Moin, moin und YOLO. So. Servus, ihr beiden. Also, in diesem Sinne. Ich glaube, ich kann ja mal wieder. Ich spiele mal was Kleines nochmal. Ja, was rührt die Mama? Die Cesare hatte ich schon. Ich spiele mal die Oktober.